Hallo und herzlich willkommen zur 254. Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures österreichischen Laufpodcasts mit mir, wie ihr seht, dem plappernden Peter, aber nicht mit dem wohllustigen Wolkersdorfer, dem Flo, der ist nämlich wieder einmal, nachdem er so wohllustig ist, zum Kinderdienst abkommandiert und muss sich um das gesunde Kind kümmern. Und auch nicht mit unserem quotendeutschen Jordi, weil der im, wie ihr schon wisst, Umzugswahnsinn feststeckt und falls wir ihn die letzten 3-4 Wochen nimmer sehen, dann schickt man Suchtrupp los. In irgendwelche Kisten wird er dann hoffentlich wieder auftauchen. Wenn nicht, ins paar Self-Storage werden wir ihn schon finden wieder. Aber als wunderbare und glorreiche Ergänzung oder um das Ganze nicht nur auszugleichen, sondern euch richtig mal was zu bieten, haben wir dieses Mal den schnellsten Langstreckenläufer Österreichs am Start, nämlich den Peter Herzog. Grüß dich. Hallo, servus, freut mich sehr. Und ich sage das deswegen mit gleichzeitig Bewunderung als auch Überraschung so ein bisschen, weil du bist kein typisch gelernter Läufer, wenn man so will. So von Kindesbeinen an mit, oh, wir sind im Leichtathletik-Club und fangen an mit 200, 400, 800 Meter und dann wachsen wir in dieses Langstreckenthema mal schön langsam hinein. Sondern was ich so mitbekommen habe aus Funk und Fernsehen, also wenn man deine Karriere so ein bisschen verfolgt, plus in der Vorbereitung ist, du bist, nachdem ich mir die Vorbereitung so durchgegangen bin, ab jetzt mein Spirit-Athlet. Du hast so ziemlich alles so entgegen jeglichem Lehrbuch gemacht, dass ich es großartig finde. So soll es ein paar Mal sein, oder? Ja, es ist großartig. Damit Ausnahmen alle bestätigen die Regel. Richtig. Und damit alle wissen, wovon wir so ungefähr reden, du bist jetzt da 37, bald 36, bald, ja. Bald 37 also, im August, ja. Genau, also 1987 geboren. Genau, richtig. 2:10:06 Marathon-Bestzeit, das heißt, ja. Gut geschwind, also wenn um 10 Uhr Start ist, zum Mittagessen pünktlich daheim. Zwei Kinder, genau. Momentan Berufsathlet. Athlet und Soldat? Also, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht, seit November nicht mehr. Ich bin Student, okay. Zweifacher Papa, Hundehalter und habe eine super Freundin, super Familie, genau. Du warst dann aber beim Bundesheer als Berufsathlet, genau. Wie nennt man das? Heeressport nennt man Heeressport, ja, genau, ja. 5 Jahre. Okay. Und davor, also wenn man deine Origin-Story durchgeht, hast du ja alles Mögliche gemacht. Und zwar wirklich, was ich so mitgekriegt habe, alles Mögliche. Vom Hausmeister über den Liftwart, über Installateurlehre, genau. Über Skilehrer, Snowboardlehrer, Trainer im Biathlon. Yeah, Biathlon. Ja. Großartiger ja. Sport. Irgendwann wäre ein Biathlon machen. Ich kann weder also, langlaufen gescheit noch schießen. Aber es ist egal. Hauswart und Skilehrer war ja. Hauswart, Skilehrer, dann ja, Liftinger war ich, aber das war immer schon so ein Versuch zum der Sprung zum Leistungssport eigentlich. Also das war dann immer so irgendwo mit geringfügig angemeldet und daneben einfach trainieren. In dem Fall war es halt nur Triathlon. Ja, Triathlon hat nicht funktioniert. Gut so. Aber habe schon viel gemacht. Ja, aber gut so, dass Triathlon nicht funktioniert hat, weil sonst wäre es im Marathon wahrscheinlich nie so on top gegangen, weil ja, genau. Wenn man Triathlon macht, dann, also Triathlon ist, glaube ich, die eleganteste Art und Weise, jegliches Familienleben zu sprengen, oder?
Genau das sage ich auch. Also wenn man eine Familienkrise provozieren will, dann macht man extensiv Triathlon. Genau das ist meine Meinung auch. Weil da hast du einfach für nichts mehr Zeit. Genau, ja. Aber ganz angefangen, also du bist ja trotzdem, also obwohl du das alles gemacht hast und diverseste Dinge getan hast und nicht als, wie soll ich sagen, jetzt als Leistungssportler groß geworden bist, im Sinne von Profi, bist du ja trotzdem, also geboren in Saalfelden und dann in der Skihauptschule, Mittelschule in Saalfelden, warst du halt schon in einem sehr, wie soll ich sagen, sportlichen Umfeld, also sowohl zu Hause als auch schulisch. Ja, immer schon. Genau, also wohnen tue ich in Leogang, aber Saalfelden-Leogang, das ist eigentlich eine Region. Bin in die, genau richtig, in die Skihauptschule Saalfelden gegangen, habe dort Langlaufausbildung gemacht, also den Zweig Langlauf gewählt und war damals, sage ich jetzt mal, vom Ausdauertalent oder so, wahrscheinlich war ich, ja, damals, ich habe da immer schon zu den Stärksten dazugehört, mit wenig Aufwand. Ich war zwar vom Wachstum und so ein bisschen ein Nachzügler, in so einer Kraft-Ausdauersportart wie Langlauf, wo die Oberkörperkomponente da sehr stark zu tragen kommt, war jetzt nicht immer bevorteilt, aber sobald es irgendwo am Berg raufgegangen ist oder zum Radlfahren war, da war ich mit wenig Aufwand bei den Stärksten dabei und das habe ich eben danach, nach der Skihauptschule, wo ich dann eine Lehre, Installateurlehre gemacht habe und so auch gesehen. Also ich habe jetzt halt dann am Wochenende, wenn ich mich zum Thema Biathlon, Landertinger Dominik ist ja einer meiner besten Freunde. Wenn ich mit dem Radlfahren gegangen bin und der war absolut im Biathlon Weltspitze, Weltklasse, das war eigentlich wenig Problem, dass ich mit dem mitgekommen bin, außer ich habe halt meine Phase mal gehabt, wo ich über mehrere Monate einen Alkoholkonsum und so ein bisschen zu extensiv betrieben habe. Da bin ich dann, da habe ich dann doch gemerkt, also das funktioniert. Der Alkohol und so, oder das Fortgehen, das bremst dann schon ordentlich ein. Aber das gehört doch zur Skilehrerausbildung dazu, oder? Also das ist doch in der Skilehrerausbildung inkludiert, der exzessive Alkoholkonsum. Normalerweise schon, in meinem Fall dann, da habe ich dann wirklich, also das war ich dann schon viel später, versucht eigentlich im Triathlon gut zu werden. Da habe ich wirklich vorm Skilehrern trainiert, um 10 Uhr dann auf der Piste, 4 Stunden mit Kindern oder Erwachsenen. Und noch ein Skilehrer auch wieder. Also da ist wenig Zeit jetzt. Oder das habe ich nicht gemacht. Also, ich bin sicher nicht der klassische Skilehrer gewesen und bin ja jetzt nicht der klassische Student, der was das Studentenleben so lebt, wie es eigentlich gehört. Also ich möchte die Ausbildung so rasch wie möglich durchziehen. Daneben so gut wie es geht noch meinen Sport betreiben. Und natürlich das Wichtigste, die Familie auch noch zufriedenstellen. Ja, ist klar. Aber da ist ja Laufen eigentlich, also da wäre es jetzt gut, aber dafür, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dafür bist du wahrscheinlich auch schon zu alt. Optimal wäre sowas wie 1500 Meter oder 5000 Meter. Also Laufen ist relativ zeitsparend als Sportart im Gegensatz zu was, ne? Segeln oder Triathlon. Und wenn du dann eine kurze Distanz hast, dann hast du auch nicht so wahnsinnige Umfänge wie beim Marathon. Dann bist du eigentlich recht kompakt in dem Ganzen. Nur ja, diese 1500 Meter oder Sprintdistanzen sind, glaube ich, ab 30. Ich weiß nicht, ob es da jemand überhaupt gibt, der über 30 da noch irgendwie mithalten kann. Also mittlerweile bereue ich es extrem, dass ich keine Grundausbildung gehabt habe in Kurzstrecken, Mittelstreckenausbildung, weil ich verliere so jeden Zielsprint, wo es noch geht. Ich kann zwar lange relativ ein hohes Tempo laufen, aber sobald es mein Zielsprint geht, dann bin ich eigentlich der Längsamste. Aber du warst Biathlet. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Ja, das war. Nach. Da verliert man keinen Zwischenwind mehr. Da gibt's ein lässiges YouTube-Video, gell? Wo, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber wo auch der Biathlet dann, die laufen ihm davon, weil der Biathlet relativ unfit ist, aber er hat es einfach dann niedergeschossen. Dann war er auch wieder vorne. Nein, du, es reicht, glaube ich, wenn du das mitführst und sagst, überleg dir das. Richtig, ja. Richtig. aber. Ich habe das vorher schon ein bisschen rausgehört, mit relativ wenig Aufwand ist da viel weitergegangen, bis auf beim Triathlon habe ich das so mitgekriegt.
Schwimmen, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja, genau. Also ich war beim Radlfahren, wahrscheinlich noch stärker als beim Laufen. Mhm. Aber wie du das vorher schon angesprochen hast, Laufen ist einfach eine sehr zeitsparende Sportart. Und das, ich habe beim Triathlon damals, ich habe es wirklich mit der Brechstange fast versucht. Das hat mir irgendwo reizen angefangen. Ich war beim Radlfahren sehr gut, das habe ich gewusst. Beim Laufen, wenn ich jetzt zu den regionalen Wettkämpfen mitgelaufen bin oder so, da war ich auch sehr gut. Ohne irgendein strukturiertes Training oder mit 2-3 Mal Laufen bin ich wirklich da mit sehr guten Läufern locker mitgekommen, die was tagtäglich trainiert haben. Und Schwimmen habe ich wirklich... Also für dich. Ja, für mich war es damals wirklich lustig. Also es war richtig lustig. Glaube ich. Die anderen hat es nicht so taugt, wie ich mitgekriegt habe, aber für mich war es lustig. Thema Triathlon, ich habe es dann versucht mit Schwimmen, aber das Projekt ist dann nach 2 Jahren eigentlich gescheitert. Ich habe mich im Schwimmen eigentlich dann komplett verhorzt. Ich habe so viel investiert in das Schwimmen und bin eigentlich dann immer langsamer, schlechter geworden. Beim Radlfahren, da war ich sofort, also eigentlich bei die Schnellsten dabei. Damals in Kitzbühel, sind wir aufs Kitzbüheler Horn raufgefahren, da war ein Triathlon unten im Schwarze Schwimmen, aufs Kitzbüheler Horn rauffahren mit dem Radl und oben noch eine Laufrunde laufen. Ich glaube, da bin ich hinter ehemalige Profi-Radlfahrer, also ganz wenig weit dahinter gewesen. Also ich war am Radl, wie gesagt, fast noch stärker als beim Laufen. Ja, du warst ja beim Radl auch, du hast ja quasi Radfahren auch als Beruf zwischenzeitlich gemacht, also das Trail-Radeln, also wie nennt man das jetzt? Wie nennt man das? Bike-Trail. Bike-Trail, danke. Bike-Trail. Ja. Beruflich geht die Sportart natürlich nicht, also das ist nur für ganz, ganz wenige Ausnahmeathleten. Mhm. In Frankreich, Spanien, Deutschland vielleicht, der eine oder andere noch. Also eine richtige Randsportart. Das hat mir eigentlich, das Bike-Trail, das war von Kind auf mein Traumsportort. Das habe ich damals, da war in Kaprun, Zell am See Kaprun, da war damals noch der Downhill-Weltcup dort oben. Und da bin ich mit meinem Papa immer hingefahren und habe so Trail-Shows gesehen. Mhm. Und das hat mich gefesselt und fasziniert. Und dadurch, dass mein Papa eigentlich auch begeisterter Mountainbiker war und wir sehr viel am Gardasee waren und am Gardasee wird Mountainbike gefahren und geklettert, darum habe ich eigentlich den Biathlon und das Langlauf damals dann verlassen, auch weil mir das Trailfahren eigentlich so fasziniert hat, obwohl ich gewusst habe, da kann man kein Cent und nichts verdienen. War mir wurscht, aber es war eigentlich damals schon, wie ich vom Langlauf-Biathlon weggegangen bin, da hätte ich ja viel größeres Talent gehabt als wie im Bike-Trail. Aber das Bike-Trail hat mich fasziniert. Ich bereue es bis heute nicht, dass ich das so gemacht habe. Wenn das Bike-Trail nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch kein Läufer, weil dann wäre ich irgendwo Biathlet geworden oder Langläufer und hätte meine Karriere sicherlich schon vor langem beendet, weil ich dann auch natürlich schon sehr früh mit dem Ganzen sehr professionell angefangen habe. Und mit der Lauferei, das war nie geplant. Also wie gesagt, ich habe einmal Triathlon dann noch versucht, das wirklich gut zu professionell so auszuüben. Das ist auch voll gescheit. Wo sind wir da so 2010, 2008, so in dem Dreh vielleicht? Triathlon, das war, ja, 2008, 2009, ja, ja, 2009, ja, so in dem Bereich, 2009. Also so ein paar Jahre, bevor du zum Laufen gewechselt bist. Ja, ich habe dann im Triathlon, also ich habe mich wirklich zu Tode trainiert, muss ich sagen, und hab dann ein Jahr eigentlich, ich war so ausbrennt vor dem Triathlon und vor allem vor dem Schwimmen, vor der Enttäuschung, also so viel wie ich investiert habe, mir sind da Leute um die Ohren geschwommen, das war einfach nur noch frustrierend, weil sobald ich irgendwie Boden unter die Füße gekriegt habe, haben die nur noch Staub von mir gesehen, aber im Wasser war ich einfach unterlegen, also ich bin mit 10 Minuten Rückstand aus einer olympischen Distanz aus dem Wasser gekommen und da kannst du nur so Radl fahren, weil die vorn fahren trotzdem schneller in der Dynamik und die können ja laufen. Also da kommst nie nach vorn und das hat mich dann wirklich fertig gemacht und da habe ich das Thema Leistungssport dann, ich habe immer gewusst, ich habe ein großes Talent im Ausdauerbereich, habe aber wie gesagt davor viele verschiedene andere Sachen gemacht, einfach, ich habe auch Lehre gemacht, das war jetzt, ja,
habe dann auch mehr Zeit gehabt, wo ich wirklich viel fortgegangen bin und einen Sport echt ganz wenig betrieben habe. Dann halt Thema Triathlon, da habe ich es versucht nochmal, habe mir da vor die Finger verbrennt, dann war ich aber auch, habe ich ein Jahr eigentlich, glaube ich, fast gar keinen Sport gemacht, weil ich es so satt gehabt habe. Hm. Also wirklich. Ja, der Triathlon hat schon viel Leute gebrochen. Ja, der hat mich wirklich gebrochen. Also ich weiß das noch, da bin ich, war es 2010 oder 2009, eigentlich kurz vor Saisonbeginn beim Laufen, ich habe keine Energie mehr gehabt, da habe ich mir in die Wiesen auf die Seiten gesessen und habe meinen Trainer angerufen, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr. Habe das beendet, habe ein Jahr eigentlich fast gar keinen Sport gemacht, habe dann Abendmatura gemacht, habe einfach dann neben dem Beruf, habe ich das Hausmeistern dann halt ein bisschen mehr forciert, dass ich wieder ein bisschen Geld verdiene, weil die Kohle ist mir ausgegangen. Mhm. Und wie gesagt, ein Jahr dann fast gar keinen Sport. Und dann bin ich doch wieder zum Laufen irgendwo gekommen, weil haust du auf, Laufschuhe anziehen und eine Stunde laufen, da ist viel geschehen und ja, es ist mir doch irgendwo dann abgegangen. Aber einmal würde ich noch gern kurz zurückspringen. Also du bist ja dann zwischenzeitlich auch beruflich Langlauf- und Biathlon-Trainer gewesen. Und das war ja das, wo du selbst eigentlich in der Ausbildung herkommen bist. Also so von Kindesbeinen an. War das oder ist das auch der Grundstock? Oder meinst du, ist es die große, große Ausdauergrundlage, von der man dann später zehrt, weil ja Langlaufen oder Biathlon ist ja quasi Langlaufen mit Kurzpause. Ja. Aber das ist ja genau der Sport, wo richtig, richtig hohe VO2-Max-Menschen rauskommen. Also man sieht es jetzt da auch selbst auch beim Traillaufen und so weiter und so fort, dass die Leute, die entweder Skibergsteiger sind oder Langläufer, dass die halt, wenn die Laufschuh anziehen, das ist ein Gemetzel für den Rest. Das tut einfach nur mehr weh, weil offenbar Lungen wie Blauwale. Ja, ich kann es nicht ganz genau sagen, weil wo ich damals Langlaufen so betrieben habe, da sind natürlich die Umfänge, also ich habe das eigentlich im Jugendalter betrieben und so, jetzt auch weit weg von irgendeinem strukturierten Training oder ich war natürlich im Salzburg Landeskader, weil ja, läuferisch, da war ich, sobald ich irgendwie am Boden unter die Füße gekriegt habe und es ist ums Laufen gegangen, da war ich natürlich gut. Ob das jetzt direkt mit dem Training schon zusammenhängt, ob da schon ein Zusammenhang war, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich hab sehr viele Unterbrechungen gehabt im Sport, on-offs, genauso wie man es eigentlich Hobby-Sportler empfehlen würde, wenn der jetzt zum Sport anfangen würde, war immer eigentlich ein extremer Typ. Also wenn ich was gemacht habe, dann sehr intensiv, bis man halt wieder die Zeichen aufgestellt hat. Passiert jetzt da immer noch wieder. Natürlich geht dann die Konstanz ein bisschen verloren. Genau das, was eigentlich das Wichtige ist im Ausdauersport, dass man Kontinuität einbringt. Also das habe ich dann eigentlich bis zum 28. Lebensjahr gar nicht gehabt. Also natürlich immer wieder Ausdauersport betrieben, aber halt meistens so betrieben, Thema Triathlon, wenn ich es betrieben habe, dann meistens wahrscheinlich übertrieben. Und strukturiert, also und die Struktur ausgeglichen durch Übermotivation. Ja, ich habe dann gleich, ich sage mal, mit sehr, sehr starke Personen, wenn ich was gemacht habe, mit sehr, sehr starke Personen mittrainiert, die was einfach Profisportler waren, die was das tagtäglich machen, die haben natürlich ganz andere Trainingsverträglichkeit auch. Ich habe es zwar in einer Trainingseinheit locker mithalten können, oder vielleicht sogar in einem Wettkampf, aber auf Dauer dann doch nicht, weil man einfach der Grundstock an Grundlagentraining gefehlt hat. Also das kann ich jetzt ja gar nicht so sagen. Ich habe immer Ausdauersport irgendwo gemacht, aber mit also richtige Wellenbahn, on-offs. Gewisses Talent werde ich schon mitgebracht haben, aber natürlich so, das geht mir momentan auch ein bisschen ab. Oder die letzten zwei Jahre habe ich jetzt wirklich Probleme gehabt und habe um die Liebe zum Laufen fast ein bisschen kämpfen müssen jetzt. Das, was jetzt gerade wieder voll geil zurückkommt, muss ich sagen. Also ich fühle mich gerade wieder so geschmeidig wie schon lange nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch die große Stärke von einem Andy Wolter. Einfach diese Kontinuität, der hat, also wenn man es so mitverfolgt, fast keine
Ausfälle oder wenn nur ganz geringe. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich Infekt habe oder ich kriege das so von anderen mit, wie können die da weiter trainieren oder dann auch bald wieder Wettkämpfe laufen. Also wenn ich einen Infekt habe, dann bin ich einmal auf jeden Fall 2 Wochen außer Gefecht und bis ich dann wieder in der Spur bin. Und dann muss ich eh noch ein Glück haben, dass mich nicht noch ein zweiter Infekt einholt. Ja. Und ein dritter und ein vierter und ein viertes wie letztes Kinder Jahr. Auch noch. Also du bist quasi ja die, wie nennt man das, eine Hochrisikogruppe quasi von Kindern umgeben. Ja, genau. Ja. Ich sage mal, Kinder sind natürlich das Wunderbarste auf der Welt. Mhm. Aber für, sage ich jetzt, für speziell im Ausdauerbereich, auf lange Sicht natürlich ein schwieriges Thema, einfach wenn es sobald in Kindergarten kommen, Schule, da lässt sich es einfach nicht vermeiden, dass da was heimkommt und dann bist du als Sportler eh schon mit dem Immunsystem am Limit, ja, dann schnappst du halt nur leichter was auf und ich bin da wahrscheinlich doppelt anfällig, also deswegen muss ich da wirklich so Leute bewundern, die was nie was haben und die was einfach dann auch von dieser Kontinuität zehrend und das ist bei mir ganz ein schwieriges Thema. Also 2019, 2020, auch 2021 noch. Sind das bei dir nur Infekte oder weil du vorher auch von Übertraining und von solchen Sachen geredet hast, hast du auch so Sachen, was man halt klassisch hört von, gerade auch im Hobbybereich natürlich, also ich würde nicht sagen, dass mir das schon passiert ist oder anderen, aber so volle Kanne trainieren mit Menschen, die das halt oft machen, zack, Knie tut weh. Ausfall, wieder zurückkommen, wieder übertrieben, Schienbein tut weh, wieder ausgefallen, wieder zurückkommen, was tut jetzt weh, die Ferschen tut weh, weil die Achillessehne oder die irgendwas passt wieder nicht. Hast du solche Sachen auch gehabt oder waren es immer einfach nur, ja, falscher Ort, falsche Jahreszeit und 4 Wochen gehen? Nein. Also wie gesagt, 2019, 2020, auch dann teilweise nur 2021 rein, da war ich sehr, habe ich viel Kontinuität im Training gehabt, wenig Ausfälle und das hat sich natürlich dann auch in meine Erfolge dann umgesetzt. Also da bin ich ist immer noch ganz knapp hinter Günther Weidlinger die zweitschnellste 10-Kilometer-Zeit auf der Straße, das war 2021. In Schmöckwitz habe ich davor sehr gut trainiert. London-Marathon, österreichischer Rekord bei weitaus nicht optimalen Bedingungen, also da habe ich sicherlich eine Form unter 2,10 gehabt. 2019, wo ich das erste Mal die Olympianorm gelaufen bin in Berlin, also da wo eigentlich mein großer Durchbruch war, da habe ich davor immer einfach lange Perioden gehabt, wo ich gut und stabil trainieren habe können und das zeigt sich einfach, die spiegelt sich dann auch in der Leistung und wenn man das nicht hat, dann wird es schwierig, dass man auf ein hohes Leistungsniveau kommt und das ist mir in den letzten 2 Jahren einfach auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass ich das dann wieder näher geschafft habe. Auch wieder viele On-Offs, natürlich, ja, ich weiß auch. Aber du warst jetzt auch mit einem Trainer unterwegs, also auch jetzt dann noch, ja, oder? Weil du bist ja weil du gesagt hast vorher, du hast ja quasi einfach ohne irgendwas unstrukturiert dahin trainiert und hast halt einfach tolle Leistungen gebracht, so was nicht, sub 220er Marathon ohne irgendwas, wo andere Leute denken, ja, ich trainiere 10 Jahre lang strukturiert dahin und schaffe keine 3 Stunden. Mhm. Und der läuft das quasi aus der kalten Hose 220, ich meine, was soll das? Und dann hast du irgendwie mit dem Steffen-Buch gearbeitet und irgendwann hast du dann erst einen Trainer dir geholt und das war aber erst sehr spät, oder? Da war ich selber schon Biathlon-Trainer im Skigymnasium Saalfelden. Das war noch, darum bin ich dann zum Laufen gekommen, weil ich einfach auch dann ein bisschen viel Zeit gehabt habe, weil die Kinder waren in der Schule am Vormittag. Und Ausbildung wollte ich keine machen in dem Zeitraum. Mal Trainerausbildungen habe ich gemacht, ja. Und habe einfach ein bisschen viel Zeit dazwischen gehabt und da bin ich halt gelaufen. Und da bin ich dann Frankfurt, wann war das? Das war 2016. 2016, da war ich vorher Trainer und im Trainergeschehen unterwegs. Rumänien, Biathlon, Jugend-Junioren-WM und so. Sehr viel Alkohol im Spiel gewesen. Am Abend immer und richtig unfit. Also ich war fast nicht in der Lage, dass ich eine Stunde einfach durchlaufe. Aber ich sprich da nicht einmal von einem Tempo. Also einfach, dass ich mich durchgehend bewege. Und dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt, das so geht das nicht weiter. Dann habe ich mich für den Wien-Marathon angemeldet, 2016, das weiß ich noch.
Und da waren noch, ja, waren noch 5 Wochen Zeit bis zum Wien-Marathon. Und ich habe mir einfach Herbert Steffni Trainingsplan ausgedruckt. Traust du nie mit dir selber? Nein, ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht mehr, weil ja, diese Huckereien, die sind natürlich wertvoll auch vom Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen, das war natürlich immer toll, aber ich habe einfach gemerkt, hey, das bin nicht ich. Ich bin nach wie vor eigentlich ein Sportleidenschaftler, aber es geht massiv auf meine Fitness. Und habe mich dann für den Wien-Marathon angemeldet. Herbert Steffni Trainingsplan ausgedruckt. Gleich den letzten, also den schnellsten Teil, 2 Stunden 30er Plan, was er online gestellt hat. Und habe da dann meine Tempos ein bisschen anpasst, habe dann teilweise, ja, und ich bin dann genauso, was das war, 12 Wochen Trainingsplan und ich habe ja nur noch 5 Wochen Zeit gehabt bis zum Wien-Marathon. Bin einfach in die letzten 5 Wochen dann eingestiegen, logischerweise, weil alles andere, das ist... Ja, Grundlagen müssen wir schon haben, das passt schon. Und ich weiß noch ganz genau, also diese, ich habe die 30 Kilometer einfach durchlaufen, ich weiß nicht, wie oft ich stehen bleiben habe, mir ist einfach für so viel Muskelschmerzen. Ja, schlussendlich bin ich dann in Wien 2 Stunden 30 gelaufen. Und danach, ja. Ja, aber ehrlich, das ist eine Frechheit. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Leute trainieren, wie gesagt, 10 Jahre lang mit Trainer, mit strukturiertem Training, mit Aufopferung auf ein Sub-3 hin. Und dann kommt einer daher, nimmt sich ein Bierchen, nimmt die letzten 5 Wochen aus und läuft da 2:30. Ja, ich habe mir dann selber gedacht, wenn das so einfach geht, ich habe mir das wirklich selber gedacht. War natürlich, ich bin in Wien dann schon auch hinten raus eingegangen und so, ich habe von der Pace oder so damals 2016, ich habe nicht mehr gewusst, was Minuten pro Kilometer sind, was das bedeutet oder so. Ich bin einfach gelaufen. Also ich bin wirklich einfach blind gelaufen, meine Füße haben sich schnell bewegt, leicht, alles gut und ich bin wahrscheinlich Richtung 2 Stunden 20 sogar umgelaufen und habe hinten raus natürlich die Marathon-Watschen gekriegt. Ich habe keinen Plan gehabt von irgendwas. Aber ich bin dann durchs Ziel gelaufen, komplett erschöpft. Da steht da 2 Stunden 30 und ich habe mir gedacht, okay, ich war zweiter oder drittbester Österreicher da. Ich wollte gerade sagen, du musst ja ganz vorne dabei gewesen sein bei den Österreichern schon. Weil, ja, so viel gibt es da nicht. Ich habe mir gedacht, cool, ey, das war jetzt also echt mit Minimalaufwand. Wenn das so einfach geht, dann melde mich für einen Frankfurt-Marathon an im Oktober und mache einfach vom Herbert Steffni die 12 Wochen. Das probiere ich. hab davor natürlich schon dann über den Sommer ein bisschen Radfahren und Zeugs wieder gemacht. Aber zum Schluss auch bei den letzten 12 Wochen eingestiegen und habe das gemacht. auf dem Plan ist gestanden 4 Wochen oder 5 Wochen davor Halbmarathon. Das waren dann die österreichischen Meisterschaften in Salzburg. Und da bin ich dann plötzlich auf einmal mit Valentin Pfeil mitgelaufen und ich habe mir gedacht, was geht denn jetzt ab? Also der war damals schon, das war für mich eigentlich ein Vorbild. Den habe ich für Social Media halt kennt. Okay, einer der besten Läufer, Langstreckenläufer, Marathonläufer. Bin da eigentlich im Halbmarathon locker mitgekommen. Mir haben dann nur Seitenstechen in der letzten Runde eigentlich dann eliminiert, weil der ist schon ganz nervös worden, der Walli. Was ich mir nachher einmal erzählt hat. Und ja, 5 Wochen später beim Frankfurt-Marathon bin ich dann 2 Stunden und 21 Minuten gelaufen. Ich muss korrigieren, das waren keine 5 Wochen. Weil das war der 2. Oktober und der 30. Oktober. Okay, das ja. In einem Monat. Ja. Aber 4 Wochen. Also, ich weiß, das ist schon Zeitl her. Ja, aber 1:07 und dann 2:21, das ist ja. Also innerhalb von einem Monat solche Zeiten runterreißen, ist ja arg schon. Ja. Und 2:21, da warst du ja nachher auf einmal, so auf einen Schlag warst du ja bei die Top, weiß ich nicht, 10, 15 Österreicher mit der Zeit? Ja, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht, kann durchaus sein. Ja. Und war da dann, was du da gedacht hast, so jetzt, weiß ich nicht, war das dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so Leistungssport, Trainer, all in oder noch gar nicht?
Nein, Leistungssport gar nicht. Also das war eigentlich immer noch, natürlich sind die Stimmen lauter geworden von außen. Peter, du solltest das eigentlich professionell machen, geh ins Bundesheer, du würdest wahrscheinlich sogar einen Platz kriegen. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht mit 28 Jahren armer Leistungssportler sein. Weil, okay, Familienplanung, Hausbau und so, das war jetzt eigentlich schon in Planung. Und ich habe einen fixen, coolen, also richtig einen lässigen Job gehabt, also einen Traumjob. Und ich habe gewusst, wenn ich den Job verlasse, da gibt es keine Rückfahrkarten. Okay. Also, ja, die... Aber mir hat es dann trotzdem nach Frankfurt, ich war schon Trainer, aber halt im Langlauf-Biathlon, also Biathlon-Bereich. Mir hat es dann aber dann einfach interessiert, wie in der Leichtathletik trainiert wird. Und wie wir vorher schon gesagt haben, ich habe ja überhaupt keinen Kurzstrecken-, Mittelstrecken-Background, gar nicht. Also null, ich habe wirklich, meine ersten Rennen waren eigentlich Marathons, Halbmarathons. Und mittlerweile faszinieren mich 5000 Meter Rennen, 1500 Meter Rennen, 800 Meter Läufe, mit dem, was ich früher gar nichts anfangen habe können, auch mit die Leistungen und so. Und eben, das ist, glaube ich, für einen Hobbysportler noch viel schwieriger, diese Leistungen zu wertschätzen. Auch bei den 10.000 Meter, wenn man da jetzt 28 Minuten läuft, 28 Mitte oder 28 tief, das sind nach wie vor immer noch, auch wenn der Laufsport sich gerade immer noch rasant nach oben entwickelt, das sind immer noch absurd gute Leistungen. Nur die normale Bevölkerung kann mit diesen Leistungen nichts anfangen, weil die Leichtathletik oder das Laufen generell die Leichtathletik ist einfach eine irrsinnig messbare Sportart. Und bei uns ist immer das Thema, bevor man nach einer Platzierung fragt, wie schnell bist du gelaufen? Welcher Zeit bist du gelaufen? Jetzt Ranking geht irgendwo, eigentlich das erste ist ein Zeitlimit. Erst dann kommt World Ranking, European Ranking. Es ist fast ein Time Trial geworden. Es geht immer um Zeit und diese Leistungen. So wenn es im Wintersport oder in anderen Sport oder auch ja Wintersport, sag jetzt Langlaufen, Platzierungen. Mal Langlaufen, unglaublich, was die leisten. Unglaublich, ja, ja. Unglaublich. Aber das, ob du jetzt da über die 10 Kilometer 23 Minuten laufst oder 24 Minuten als Sieger, spielt keine Rolle. Aber wenn du jetzt bei uns als Sieger, ich sage mal jetzt über 10 Kilometer 30 Minuten laufst oder 29 Minuten, ist ein Riesenunterschied. Du hast es trotzdem gewonnen, aber bei 30 Minuten, hey, was ist mit dir los? Bist du in Form? Und das fragt woanders der keiner. Und das ist bei uns das Brutale. Also wir sind eine irrsinnig messbare Sportart. Und das ich glaube, kommt es nicht daraus, dass die Leichtathletik eben von dieser Stadionsportart kommt? Also sprich, du hast immer denselben Belag, du hast null Höhenmeter. Früher war es halt der Aschenbahn, jetzt ist halt irgendein Kunststoffbelag, wo die Leute sagen, okay, auf der ganzen Welt, wir nehmen jetzt einmal die Höhe raus und was und Wind und Wetter und was nicht, aber wenn du jetzt sagst, von mir aus, du hast ein Stadion, 15 Grad und du läufst 28 tief, dann ist das 28 tief, scheißegal, ob das in China ist, ob das in Salzburg ist oder ob das in Iowa ist. Wenn du jetzt da die Streif runterfährst, dann ist halt jedes Jahr anders gesetzt, marginal, der Schnee ist anders und so weiter und so fort. Das kannst du halt schon schwer vergleichen. Also da ist, ich glaube, da tut sich die Straßenleichtathletik hat da quasi das Backerl mit vom Stadion. Das ist möglich, Weil Wien wirst du halt nie schneller machen als Berlin. Ja. Von der Strecken her schon einmal nicht. Ja. Aber was ich da eben, das, was ich vorher eigentlich erzählen wollte oder sagen wollte, aber dann Andi Wolter oder so, diese Leistungen, oder jetzt der Sebastian Frey, diese 5000 Meter, was der jetzt in der Halle gelaufen ist, das ist eine unglaubliche Leistung. Also eine unglaubliche Leistung. Nur die Hobbysportlerin, der Hobbysportler kann sich meistens darunter einfach nichts vorstellen. Hey, das waren ja nur 5 Kilometer, sagen die. Oder wenn die jetzt zum Wien-Marathon kommen, dann ist die Frage, laufst du nur 5 Kilometer? Den 5 Kilometer laufst du nur, also richtig mit Anführungszeichen nur den 5-Kilometer-Lauf, oder laufst du den Marathon? Aber die Kinder mit diesen Zeiten dahinter, oder mit diesen Leistungen, was diese Zeiten bedeuten, nichts anfangen. Und wenn du jetzt so
Marathonläufer bist oder so, das ist, kommt bei mir so vor, für die Bevölkerung oft viel zugänglicher. Hey, Marathon. Aber mit Zeiten können wir auch nichts anfangen. Ob ich jetzt da 2:10 laufe oder 2:20, das ist für die meisten utopisch und fast dasselbe, sind nur 10 Minuten Unterschied. Das ist ja nicht viel am Ende des Tages. Aber natürlich ein Riesenleistungssprung, aber für die Bevölkerung eigentlich nicht nachvollziehbar. Und mit diesen Zeiten können es oft richtig, ja, da muss man schon vertiefend drinnen sein, ein bisschen was anfangen. Aber wenn du als bester Österreicher bist beim Wien-Marathon, das ist super. Ob du da 2:30 gelaufen bist oder 2:10, ist wurscht. Das ist wurscht. Ich glaube, den Unterschied, den es ist einfach etwas so Ungreifbares. Das ist, wenn du zu jemandem sagst, hey, ich habe auf der Bank 47 Millionen Euro. Es ist völlig wurscht, ob du sagst, ich habe 47 Millionen oder ich habe 470 Millionen. Es ist einfach eins, zwei, viele. Es gibt irgendwo eine Grenze, die dann ist unmessbar und dann ist einfach viel. Und beim Laufen ist es einfach, naja, der ist halt schnell. Und der läuft weit. Und ja, schneller als ich einfach. Der ist einfach schneller als ich, aber... Ja, wobei bei einem Marathon, wenn jetzt jemand sagt, was weiß ich, Kipchoge ist gelaufen unter 2 Stunden Wien. Auf der Broder Hauptallee. Das ist ungefähr sind knappe 22 km/h oder 21 km/h. So, ja, das ist ja nicht so schnell. Du sagst, da, schau, da ist eine Strecke, die gibt es dort, kannst abmessen. Wenn du das schaffst in der Zeit, dann bist du sein Tempo gelaufen. Und dann multiplizierst du es einfach die 100 Meter mit 420 und du machst es einfach 420 mal hintereinander und dann weißt du, wie schnell das war. Wenn es so einfach war, gell? Der Marathon zeigt immer seine Wirkung erst dann hinten raus. Also ja, ich glaube, du brauchst diese kurze Distanz. Wenn jemand einmal die Distanz gelaufen ist in der Geschwindigkeit, dann hat er überhaupt ein Geschwindigkeitsgefühl. Weil ich habe mir das einmal angetan, das war mein einziger 800 Meter Indoor-Wettkampf im Dusiker-Stadion. Mit der blöden Wett, und da war ich schon gut im Laufen drinnen, mit der blöden Wett, du schaffst das fix nicht in der Zeit von die 2 Stunden an 800 Meter Wettkampf. Und ich hab gesagt, aber ganz sicher. Es ist ja aber arschknapp ausgegangen. Ja. Und ich war danach halt echt final. Und da habe ich gedacht, bist du deppert und das jetzt da auf 42 Kilometer. Wo ich schon gewusst habe, also ich weiß, wie schnell ein Sub-3-Marathon ist, ungefähr, oder ein 2:30er, was es im Schnitt ist. Aber wenn das jemand nicht kennt, dann der hat überhaupt keinen Bezug. Aus dem Ultrasport ist ja ganz lustig, wenn wir jetzt auf einem Ultra-Trail unterwegs sind und du sagst, nein, was ist denn der nächste Wettkampf? Du sagst, ja, ich laufe jetzt da in Frankreich 100 Kilometer und irgendjemand sagt auf, das ist fast so weit wie ein Marathon. Du sagst, ja, fast. Es sind für mich komplett verrückte Leute, unvorstellbar. Ich glaube, sowas werde ich nie machen. Also sowas. Who knows? Das ist einfach ein langer Wandertag. Ja, genau, und um das geht's. Das ist jetzt das, was mich nicht, also ich bewundere diese Leute, die was das machen, also die was das durchziehen. Also du musst ja mental stark sein ohne Ende. Nein, du musst nur zu blöd sein und nicht aufgeben wollen. Vielleicht gehe ich irgendwann einen Jakobsweg, aber den gehe ich dann wirklich spazieren, aber nicht laufen. Nein, aber ich glaube, das ist sowas, das glaube ich, zirkt mich nie an. Also, weil ich will laufen. Ich will das Fluggefühl haben beim Laufen und bei 100 Kilometern kann man nicht mehr vorstellen, dass das da vorhanden ist. Das tut einfach nur weh und man ist wahrscheinlich relativ langsam unterwegs, weil sonst geht es ja das gar nicht. Naja, wobei, der schnellste 100 Kilometer Läufer, das ist glaube ich jetzt ein Litauer. Der ist jetzt gelaufen an 4:30er Schnitt oder so auf die 100 Kilometer. Ich glaube sogar schneller, oder? Laufen die? Aber das sind halt 100 Kilometer auf der Straße und das ist halt unspektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Der läuft dann Marathon nicht wesentlich schneller als wie die 100 Kilometer von der Pace. Nicht wesentlich. Ja. Ich weiß schon, wenn du meinst, Alexander Sorokin, Litauen, ja. So irgendwie, also wenn man den laufen sieht, der ist ja Bulle. Ja. Von der Laufökonomie, wenn man sagt, ja, das gibt's ja nicht.
Aber das muss einfach eine Ausdauer- und Kopfmaschine sein. Und wenn man den auf Strava so ein bisschen verfolgt, in Kenia oder so, der läuft Tag ein, Tag aus, dieselbe Strecken. Also unglaublich. Also der muss im Kopf unglaublich sein, körperlich das irgendwie aushalten. Aber der läuft, der ist letztes Jahr in Sevilla Marathon gelaufen. Ich weiß jetzt die Zeit nicht ganz genau, aber ist er 2 Stunden 30 oder knapp darunter irgendwie so gelaufen. Ja, das kann. ja, ich glaube alles gerne. Also, das ist jetzt für so, also das ist heutzutage, wenn es jetzt, der trainiert ja auf 250, 300 Kilometer die Woche. Der, der hat einen in Weltrekord im 24-Stunden-Lauf. Also der und die Camille Herron, aber die Damen, die zwei sind einfach, also ich weiß nicht, was die, ob die Schach spielen im Kopf, die 6 Tage lang, wenn sie laufen, oder ich habe keine Ahnung, was die machen, aber. Es ist also für mich unfassbar, auch wenn man den jetzt den Alexander laufen sieht, das glaubt man nicht, weil eben ich würde diese Leichtigkeit, dieses Fliegen drinnen haben, der macht das immer noch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, keine Frage, ja. Aber ich sage, ich will mich irgendwo um die 3 Minuten bewegen, plus minus 10 Sekunden, ob das jetzt ein 10 Kilometer Lauf ist mit 2 Minuten 50 und im Marathon zwischen 3 Minuten 5, 3 Minuten 10, das sind so die Geschwindigkeit, das taugt mir auch. Und alles, was darunter ist, darum Ultra, ich glaube nicht. Aber du bist dann irgendwann dann von dem Hobbyathleten quasi doch Trainer, Profi. Mhm. Und ich komme nochmal da retour zu der Ultra-Partie. Aber vorher würde ich gerne das noch einmal ganz kurz so Revue passieren lassen, weil du hast mit 2021 angefangen, 2016, und hast dich quasi dann runtergearbeitet bis 2010, bis zum österreichischen Rekord im Jahr 2020. Mhm. Und da bist du ja nachher Vollprofi gewesen schon. Ja, 2018 bin ich dann Profi geworden, Und hat dir das was von der Leichtigkeit vorher genommen? Weil du bist dann halt richtig. Ja. Voll. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber das kann ich mit lautem Ja bejahen. Also, ich bin nach wie vor für die Entscheidung, dass ich den Schritt gegangen bin, dann, dass ich Profisportler geworden bin. Das ist dann auch nur, natürlich, ich habe gesagt, ich möchte kein armer Sportler werden. Ich will nicht mit einem finanziellen Messer im Rücken herumlaufen, nur dass ich jetzt laufen kann. Also das, so viel ist mir das nicht wert. Ich tue es gern und alles super, aber das ist mir nicht wert, weil wenn das in die Hosen geht, dann stehe ich 2 Jahre da, habe den Job nicht mehr, was ich habe und finanziell auch schon das Bundesheer ist verloren gegangen, weil ich keine Leistung gebracht habe, weil das Bundesheer, ich habe immer nur eigentlich Jahresverträge dann gehabt, mehr oder weniger, wenn du es nicht performst, das war halt jetzt zum Schluss raus war, den Druck, das ist speziell bei den Jungen oder so, das ist unglaublich, also wenn du Lücke hast und du performst nicht, Bundesheer wieder weg. Und das ist natürlich halt ich bin aus dem Alter heraus, also, aber speziell für junge Leute oder so, glaube ich, schon nicht einfach, wenn nicht gesagt wird, okay, du hast jetzt mal 4 Jahre, wo man auf die einfach baut und du hast jetzt auch wenn eine Verletzung dazwischen kommt, und das ist dann im Kopf und du bist viel gelassener. Ich habe da einen perfekten Support gehabt, nach wie vor mein Trainer, der Johannes Langer, der hat dann echt gesagt, für das bin ich heute nur dankbar, dass er das gesagt hat, du gehst jetzt den Schritt zum Profi, zum Bundesheer. Es hat sich dann auch sponsorentechnisch was auf da mit Hervis und mit Vienna City Marathon. Und somit war das für mich dann okay. Also interessant ist schon, okay, finanziell eigentlich ist es besser, als wie wenn ich jetzt normal hackeln gehe. Und ein Reiz ist auch, ich bin den Schritt dann gegangen, im ersten Jahr aber dann eigentlich schlechter geworden. Sobald ich den Schritt gemacht habe, war auf einmal dann voll viel Zeit da war, nur noch fürs Laufen, fürs Trainieren, bin ich schlechter geworden als wir davor. Ich bin ja bei der Europameisterschaften in Berlin 2018, da war ich ja nach wie vor eigentlich noch
habe ich im Skigymnasium gearbeitet als Trainer. Mhm. Und da bin ich ja dann schon bei einem Hitzerennen 2015 gelaufen, bin Zehnter bei der Europameisterschaft in Berlin geworden, haben beim Team die überraschend die Bronzemedaille gewonnen, voll geil. Mhm. Das ist alles so leicht gegangen. Das war einfach, ich habe im Training, ja, das halt gemacht, was gegangen ist, neben dem Job. Ich habe viel mehr Zeit gehabt, natürlich, als wie einer, der was jetzt 8 Stunden am Tag hackelt oder so, das ist klar. Das ist alles leicht gegangen. Ich habe keinen Druck gehabt, weil ich mir dachte, wenn es nicht geht, ist mir wurscht, weil dann, dann bin ich halt wieder, dann hackelt ich mehr wieder und es laufen lasse ich. Aber wie dann der Schritt gekommen ist, so, jetzt nur noch laufen und jetzt sollte die Performance, Olympia-Limit ist auf 2:11:30 gehoben worden, ist mir alles runtergefallen. Und scheiße, eigentlich habe ich den Schritt gemacht, weil Olympia-Limit war ja noch 2:14 oder so. Da, das war zusätzlich, warum ich den Schritt gemacht habe, da habe ich mir gesagt, das konnte ich echt vielleicht schaffen. 2:14, vielleicht schaffe ich es. Das konnte ich vielleicht schaffen. Olympia-Limit auf 2:11:30 runtergesetzt worden, war das Team eigentlich gestorben. ich habe richtig schlecht im 2019er Jahr im Frühling performt, mal Lebensmittelvergiftung gehabt, was man lange nachgehängt ist. Einfach, okay. Ja, nicht gut performt, ich war aber schon voll Profi. Und dann hat sich das mit Johannes Langer, mit meinem jetzigen Trainer eigentlich aufgetan. Ja, das war eigentlich auch, das hat sich so ergeben, mehr oder weniger. Das war nicht so richtig geplant. Dann haben wir Richtung Berlin gearbeitet und dann ist auf einmal alles aufgegangen. Also hat man gemerkt im Training, ich werde besser und besser, ich werde leistungsfähiger, ich bin leistungsverträglicher, ich halte die Trainings besser aus, ich regeneriere schneller und ich habe schon gemerkt, im Training ich werde immer stärker und ich kann auf einem unglaublichen hohen Niveau trainieren, so wie ich noch nie trainiert habe. Mhm. In Berlin, ich habe bis zum Brandenburger Tor nicht gewusst, wie schnell dass ich unterwegs war. Ich habe nicht gewusst, dass ich ganz knapp hinter dem österreichischen Rekord war, hat mir keiner gesagt, im ganzen Rennen. Ich bin einfach gelaufen und wie ich dann durchs Brandenburger Tor durchgelaufen bin, ich habe meine Augen nicht trauen können, da ist noch gestanden 2:09, es sind dann noch über 400 Meter bis ins Ziel. Mhm. Bin dann 2:10:57 gelaufen nach dem Sommer, das war einfach eine unverhoffte Leistung, also es war einfach, das war nicht geplant. Ja, dass ich wahrscheinlich 2:12 oder sowas vielleicht 2:13 laufen kann, das war mit dem guten Training schon irgendwo dann möglich, aber das war richtig geil. Also da ist dann plötzlich im Training auch richtig was weitergegangen im Sommer, das was ich vorher schon kurz angesprochen habe mit der Kontinuität, ich habe keine Ausfälle gehabt, ich habe einfach kontinuierlich auf einem hohen Niveau trainieren können und bumm, ist eine Leistung da. Was hast du da für einen Trainingsumfang dann gehabt? Ja, das sind schon, also das ist so ein bisschen von früher dann aufbauend gewesen. Ich sage mal so zwischen 160 bis 180 und dann in die Intensivphasen schon eigentlich, wo dann in die Trainings, dann war ich 7 Wochen in St. Moritz im Trainingslager, da eigentlich schon bei den 200, knapp vielleicht ein paar Mal ganz hinten raus, knapp unter 200 Kilometer und in die Peakphasen über 200 Kilometer und das aber eigentlich alles mit einer sehr hohen Qualität, inhaltlichen Qualität auch noch. Also, aber du bist dann schon auf 20 Wochenstunden Lauf. Nein, das kommen, sind also, so. Nein, weit weg. Weniger? Nein. Das ist ja immer das Thema. Ich sage ja immer, wir Läufer, wie wenig wir trainieren von der Zeit, das ist Kindertraining. Naja, aber du musst doch Ausgleichstraining machen und Krafttraining und dehnen. Ja, und trotzdem. Aufwärmen. Also, ich sage mal. Oder? Ja, genau. aber das zähle ich nicht. Das zähle ich nicht. Also, das ist bei mir, ich habe auch die Phase da gehabt, zu Radlfahren, das hat für mich nicht zählt. Für mich war nur Laufen. Ist dann wirklich ins Trainingstagebuch, ins Protokoll aufgenommen worden, wenn dann Radlfahren war, das hat für mich, das war eigentlich, ja, habe ich zwar gemacht, aber das bringt mir jetzt ja nichts. Aktive Regeneration so, quasi. Ich habe da wirklich so das krankhaft getickt, krankhaft. Also, und alles, was nicht gelaufen worden ist, war nichts, war wertlos, was ja falsch ist. Also jetzt sind die... Ah, in der Phase, also auch in dieser, ich habe einen Trainer... Und macht es profimäßig Phase?
Ja, schon, ja. Ja, natürlich. Wir haben schon dann gewisse Radleinheiten gehabt. Mhm. Das habe ich dann, okay, für mich, also eben das Thema, was du angesprochen hast, Stundenumfang. Also ist das Ding, ich möchte das nicht nach unten reden. Wenn wir 200, ich bin nach 200 Kilometer oder 200 plus Kilometer, ich bin tot, also am Ende der Woche. Ja. Aber wenn man es dann sehen, die Stunden anschaut, ist jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, die was keine, das ist das Wichtige, keine Stoßbelastung haben, ob das dann Radlfahren ist, Schwimmen ist, Langlaufen ist, was ich, die Kinder ganz, ganz andere Umfänge trainieren, weil ich einfach diesen Impact nicht habe, das ist auf dem Asphalt oder auf dem Untergrund klatschen, das macht irgendwann muskulär einfach kaputt. Wenn man es von Kind auf aufbaut, vielleicht kann man dann noch mehr trainieren, aber wenn man jetzt von Kelvin Kiptum gehört hat, auch teilweise 280, vielleicht sogar 300 Kilometer mal, das wären Peak-Wochen gewesen sein, das wäre jetzt nicht der Schnitt gewesen sein, schätze. Weil das ist immer das, was man aufpassen muss, was die Leute dann erzählen, auch im Triathlon oder so, hey, ich trainiere 35 Stunden, ja, einmal in meinem Leben habe ich es geschafft. Oder das ist, wenn ich jetzt erzähle, ich trainiere 230 Kilometer in der Woche. Ja, das habe ich zweimal in meinem Leben gemacht. Aber wie schaut der Schnitt aus? Das ist ja das, was zählt. Wie schaut der Schnitt aus? Das ist wie wenn jemand sagt, ich mache jetzt da einen 100-Meiler als Wettkampf. Ja, wenn ich halt im Backpack unterwegs bin beim UTMB, dann bin ich halt 42 Stunden oder 43 Stunden unterwegs. Ja, ja. Aber das machst du auch nicht jede Woche. Eben, genau. Und das ist ja oft das, was man ein bisschen aufpassen muss, was dann auch Leute erzählen und so. Aber eben das, was ich sagen möchte, 200 Laufkilometer sind irrsinnig viel. Für die Stunden her, auf dem Niveau, wo ich unterwegs bin oder die anderen österreichischen Läuferinnen und Läufer, die was in meiner Preisklasse unterwegs sind, da ist halt die Grundgeschwindigkeit auch schon relativ hoch oder so. Wir rennen ja nicht mit, wenn jetzt mit 6 Minuten pro Kilometer 200 Kilometer laufe, ja, dann bin ich 20 Stunden unterwegs, aber ich laufe nicht mit 6 Minuten pro Kilometer und von dem her sind das teilweise nicht mehr als wir 13, 14 reine Lauf-Ausdauerstunden, das was, was ja nicht viel ist für die Stunden, für die Kilometer sehr viel. Dann versuche ich natürlich mit Radl oft einmal ein bisschen an Umfang noch zu heben. Also, dass man da halt noch auf 16, 17, 18, vielleicht 20 Stunden kommt. Ausgleichstraining, Krafttraining. Im Schwimmen, da machst du auch nicht viel Zeit. Also, genau, aber so beim Laufen jetzt rein, wenn das Niveau hoch ist, so viele Stunden sind das jetzt gar nicht. Ja. Kilometer viel, Stunden nicht. Du bist dann, quasi hast du die Umfänge gemacht, hast einen Sprung gemacht nach oben. Ja. Und dann? Nach dem Berlin-Marathon. Ja. Dann habe ich versucht, so weiterzumachen, wie ich es davor gemacht habe. Ja. Komplett naiv. haben wir vielleicht sogar ein bisschen einen Höhenflug gehabt, einfach, weil einfach es ist alles so viel besser gegangen über den ganzen Sommer, weil es war da halt perfekt aufgebaut, mein Körper hat perfekt verkraftet, das war es die letzten eineinhalb, zwei Jahre dann nicht mehr war. Es hat einfach alles funktioniert. Nach dem Berlin-Marathon, ich habe versucht, so weiterzumachen, wie es vor dem Berlin-Marathon war. Auf dem gleichen Niveau. Liebe Leute da draußen, macht es das nicht so, weil die Formkurve kann man nicht ewig aufrechterhalten. Ich glaube, ich kann es aufrechterhalten. Ich trainiere weiterhin mit ständig 4 Minuten Pace, 3 Minuten 50 Pace, 3,45er Pace bei den lockeren Dauerläufen weiter. Ich habe mich so ins Blaue trainiert. Ich habe eigentlich nicht mehr gewusst, wie ich gerade ausgehen soll. Zum Glück bin ich dann irgendwann krank geworden und habe somit eine Pause eingeleitet, dass ich mich wieder ein bisschen erholen kann. Also, ja, es passiert, also das ist ein naiver Fehler. Aber hättest du das nicht als Trainer, gerade aus einer Ausdauersportart und aus deiner quasi Jugend und so, wissen müssen? Wenn das, ich für mich, das war ja damals schon so, wie ich selber Trainer war, ja. Gescheit reden ist immer einfach. Selber gut machen, das ist die Schwierigkeit. Nur weil man ein Arzt ist oder Ernährungswissenschaftler, was weiß ich,
Wenn man sich perfekt auskennt, heißt das selber noch nicht, dass man jetzt selber gesund lebt oder, oder komplett schlank ist. Selber das gut umsetzen, das ist dann die große Sache. Ich würde Sachen, die was ich selber gemacht habe, nie anderen empfehlen. Also, aber man glaubt ja dann irgendwann auch, so wie nach Berlin, hey, ich bin echt gerade, ich bin so stark. Ich bin, das geht so weiter. Da kommt einfach diese Naivität teilweise, teilweise durch. Man lässt sich ja vielleicht, ja, das sind einfach, glaube ich, diese Fehler, was aber auch wichtig sind, die muss man machen, dass man es auch wirklich dann spürt. Mhm. Und also wir sind keine Maschinen und diese Pausen sind umso wichtiger, dass man dann auch wieder auf Höhepunkte kommt. Und ich glaube, diese, ja, natürlich sind diese Fehler nicht optimal, aber für den Lernprozess natürlich wertvoll auf lange Sicht. Damals habe ich mich immer wieder gut rausgerappelt, nur die letzten 1,5 Jahre, die waren bitter, die waren zart, weil da bin ich jetzt wirklich dann weggedriftet von dem, was ich 2019, 2020, 2021 in mir aufgebaut habe. Das ist dann jetzt, das war jetzt schon bitter. Aber wobei du nach 19 weiter trainierst, dann wirst du krank und das war ja dann trotzdem ein Anlauf nehmen im Endeffekt, weil 2020 hast du dann in London ja quasi die Messlatte für alle anderen Österreicher noch ein bisschen druckt. Ja. Also dann ist ja auf einmal doch dann ein kleines Wellental nach unten und plötzlich ist ja doch nochmal ein Schritt gekommen. Ja, das war aber nur, wie gesagt, Berlin davor, das war eine unverhoffte Leistung, das war eigentlich immer noch, das ist immer fast, ja, bis heute noch der goldene Tag, der. Also ich habe Marathonlaufen noch nie so erlebt, mit so viel Leichtigkeit. Ich habe noch nie so sprinten können auf die letzten 200 Meter in einem Marathon. Mhm. Ich war kaum erschöpft im Ziel. Das war einfach nur ein positives Gefühl, einfach Euphorie, Emotionen. Genial. Da habe ich gecheckt, hey, weil mir hat keiner gesagt, dass ich wenige Sekunden vom österreichischen Rekord weg bin. Hey, den österreichischen Rekord, der steckt ja in mir. Und darum London ein Jahr später, da war ja dann schon Corona voll drinnen, das was das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und auch dann schon natürlich mit, da waren schon 2020, sind im Frühjahr speziell dann schon ein bisschen Motivationsprobleme dann auftaucht, weil einfach auf einmal, ich habe trainiert wie ein Berserker und es waren keine Wettkämpfe mehr da. Zum Glück bin ich dann nach London gekommen und habe dann wirklich den österreichischen Rekord, also laufen können. Aber auch, ich sage, das war für mein Selbstvertrauen nur eine Möglichkeit, weil ich ein Jahr davor in Berlin diese Leistung gebracht habe, so wie ich gewusst hätte, die steckt in mir und wenn wieder alles passt, dann das hat sich so Stück für Stück aufgebaut, auch vom Selbstvertrauen. Also ich habe das, was ich nie gemacht habe, was halt, ich denke immer so ein bisschen an Timon Teuer oder so, ein unglaubliches Lauftalent. Also, was der laufen kann. Ja. Aber der hat sofort diese Olympianorm dann mit 2,30 in Angriff nehmen müssen. Und diese Latte ist da oben gelegen. Der hat davor noch kein Marathon bestritten gehabt. Der ist in diese 2,11,30 eingestiegen. Ich habe das nie gemacht. Ich bin Step by Step gegangen. Und ich habe immer diesen Einbruch gefürchtet, dass ich nicht ins Ziel komme. Das war für mich das Schlimmste. Und das habe ich immer im Hinterkopf gehabt, ich möchte ins Ziel kommen. Auch wenn ich vielleicht dann 30 Sekunden langsamer bin, was ich drauf hätte, aber ich will ins Ziel kommen. Also ich liege irgendwo am Straßenrand. Und ich habe das dann wirklich so Stück für Stück aufbauen können und auch vom Selbstvertrauen, hey, das nächste Mal geht es noch schneller. Das nächste Mal geht es noch schneller. Das war wieder einfach. Und jetzt, ich versuche im Training, oder wir halt, mein Trainer und ich, noch eins draufzusetzen und noch einen draufzulegen, also richtig Stück für Stück aufbauen und zum Glück hat sich das für mich genau Richtung Olympische Spiele entwickelt, Thomas, weil wo mittlerweile diese Normen hingehen, das ist, zum Glück bin ich nicht mehr jung, unglaublich, also für junge Sportlerinnen und Sportler echt schwierig und auch für die Motivation denke ich mir teilweise, aber ja, das geht, ist echt brutal, wo diese Standards hingehen. Ja, also das ist ja auch noch ein Thema, auf das ich nachher noch kommen mag. Also eben mit dieser Jugendarbeit und wo das hingeht. Aber was mich brennend interessiert ist, jetzt laufst du in London 2:10 knapp drüber. Mhm. Im Nachhinein wirst du gedacht haben, CFX, die 7 Sekunden
war sie auch noch ausgegangen, wenn man es gewusst hätte. Was einfacher gesagt ist, wie gemacht, in der Fluggeschwindigkeit dann noch 7 Sekunden auslaufen, muss man halt auch einmal machen. Aber was passiert dann? Also, du laufst es, denkst da geil, ich bin der Geilste, der Größte, der Schönste, ich bin 2:10:06 gelaufen, hurra die Welt, super, super. Kommst heim und irgendwer sagt, so, geht er 209a. Das ist sicher, was irgendeiner gesagt hat, der wahrscheinlich nur so Semi-Ahnung gehabt hat. Aber, und das war wahrscheinlich irgendein Reporter, aber jetzt ist die Frage, wie gehst du dann mit sowas um, dass du sagst, ich bin jetzt offiziell der schnellste Österreicher ever und ich bin jetzt Profi und wo kann meine Reise hingehen und was passiert dann in dir, um dich? Aber dieses Thema mit den 6 oder 7 Sekunden, das waren viele Fragen, aber das hat mich, es war, also ich war es, das traue ich mir zu sagen, ich war sicherlich in einer, also der Jos, ich weiß jetzt nicht mehr, wer geheißen hat, in London selbst haben sie mir noch gesagt, bei diesen Bedingungen, das war wahrscheinlich eine 2:08 Hochleistung oder so, das hat mich natürlich voll geehrt, weil ich bin in der Früh im Zelt gelegen und es hat gewindet, es hat geschifft, ich habe nicht mehr gewusst, also wie wir mit dem Bus zum Start gefahren sind, es war teilweise nur einspurig, weil Überschwemmungen waren. Das war für mich eine Sache, ich habe super trainiert, ich habe gewusst, ich bin in einer blendenden Form und das sind so scheiß Bedingungen. Jetzt kann ich wieder meinen Rekord, den was ich hundertprozentig drauf habe, oder diesen österreichischen Rekord nicht verbessern. Kurz vor dem Start habe ich mir gesagt, scheiß drauf. Das ist heute dein Tag. Das ist heute dein Tag. Probier's einfach. Wenn du jetzt schon mit den Gedanken reingehst, es wird nichts durchs Wetter. Gib diesem Rennen und gib deinem Training eine Chance. Ich habe es einfach probiert und es war zart am Anfang da reinzukommen. Es hat geschifft, es war nass. Die Schuhe haben gleich mal innen, wenn wir von rutschen oder drinnen, wir sind 20 Runden auf einem Rundkurs gelaufen, immer diese Kurven. Dann war es ein bisschen unrhythmisch. Aber ich weiß noch, die ersten 25 Kilometer waren richtig zart und plötzlich hat sich der Schalter umgelegt und ich habe fliegen angefangen. Wir haben so eine Zeittafel gehabt, wo wir immer langsamer waren, dann bin ich nach vorne gegangen und dann sind wir schneller geworden. Also ich habe so viel Power gehabt und diese 6-7 Sekunden danach, die waren mir Bovidel. Also die waren mir richtig Bovidel und wurscht. Also ich habe mich so gefreut einfach über diese eigene Leistung. Und ich habe gewusst, das ist nicht selbstverständlich, ich war dankbar eben für das, dass ich das so machen kann, so spät Profi zu werden, dann ja Marathon 2:10 tief zu laufen, geil. Aber Olympische Spiele zum zweiten Mal eigentlich die Qualifikation bestätigt nach Berlin. Ich war voll happy. Jetzt im Nachhinein, wo ich ein bisschen weggedriftet bin, durch Probleme einfach, ja, natürlich war es nett gewesen, diese 7 Sekunden schneller zu sein. Aber damals war es mir, weil jetzt, momentan sehe ich mir nicht aus, dass ich das leisten kann, weil ich einfach zu weit weggedriftet bin. Darum, und damals habe ich mir gesagt, bei der nächsten Chance, beim nächsten guten Marathon, wenn ich wieder einen Schritt setzen kann, dann werde ich diese 2:09 stehen haben. Aber es ist nicht immer eine gerade Linie und ein Wunschkonzert. Der Laufsport hat mir dann gezeigt, dass das anders da gehen kann, weil davor war immer so Laufkollegen, die haben gejammert, da tut es weh, da tut es weh, das habe ich nicht gekannt. Ich bin ganz spät angefangen. Ja. Mir hat nichts weh da. Ich habe keine Verletzung gehabt. Natürlich bist du malmiert und Muskulatur ist mir verspannt, Muskulatur ist zu, aber es ist nie in einer Verletzung geendet. Das ist erst dann 2021 vor den Olympischen Spielen plötzlich Entzündung im Knie und so ist es dann irgendwo losgegangen.
mit diesen Problemen, immer wieder Probleme, krank, da Entzündung, dort eine Verletzung, dort der Muskelfaserriss, wieder krank. Kontinuität geht verloren. Man versucht sie immer wieder zurückzukämpfen und es hat so viel Kraft gekostet, immer dieses Zurückkämpfen. Und dieses Zurückkämpfen ist extrem gefährlich, weil man dann, und das ist speziell für die Hobbysportlerinnen und Hobbysportler, man muss, das ist beim Laufen das Wichtige. Und genau das ist das, was ich selber oft, ja, das, was man selber dann auch wieder missachtet, was ich aber nach außen nie, das würde ich immer dazu sagen, man muss die Stufen Schritt für Schritt gehen, nur so kann man nach oben gehen. Wenn du anfängst, Stufen zu überspringen, dann bekommst du irgendwann wieder die Retourpeitsche. Und es endet mit irgendeinem Schaß. Das, was dich dann im Endeffekt so weit zurückwirft, weil die Pausen sind eigentlich die schlechteste. Also lange, ungeplante Pausen. Pausen sind wichtig, ungeplante Pausen sind schlecht. Und ich habe einfach jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren viele, viele ungeplante Pausen drinnen gehabt, lange Pausen. Und immer dieses Zurückkämpfen, das ist einfach mühsam, eine Chance und wieder mit Risiko verbunden, dass man in die nächste Misere reinrutscht. Thema Standards, olympisches Limit, das ist im Kopf. Mein Messlatte habe ich auf 2,10,06 gelegt. An dem werde ich messen. Alles, was darunter ist, ist ja die Leute wurscht. Warum kannst du das jetzt nicht mehr leisten? Und dieser Druck, den habe ich davor als Hobbysportler nicht gehabt, habe ich nur Spaß gehabt. Ja, und obwohl man dann die Messlatte aufgelegt hat, ist der Druck plötzlich mehr und mehr geworden und man merkt, es funktioniert nicht mehr. Scheiße. Ja, ist dann doch nicht immer so ganz so einfach und so geradlinig nach oben. Ja, aber das heißt, du hast nachher ab 2021 quasi, ist dein Messlatte eigentlich 2,10. Punkt. Schaffe ich es drunter oder schaffe ich es drüber, weil du bist ja eh schon der Schnellste. Du musst 2,9 laufen und egal, ob du die Form hast oder nicht, du laufst es an die 2,9 und es geht sowieso in die Hosen. Weißt, wenn's du, und das ist das Problem, wenn du nicht die Form hast und eben mit diesen Stufen wieder, wenn du was überspringen anfängst, das funktioniert nicht. Ja. Du musst diese Form haben, dann kannst du in die Richtung gehen und das passiert ja, das passiert mir heute noch. Ob das dann in einem 10-Kilometer-Rennen ist, ich habe 10 Kilometer Straße, 28 Minuten und 12 Sekunden stehen, das ist meine Messlatte. Ich habe damals die Form gehabt, 28 Minuten, 10 Sekunden, 12 Sekunden, was weiß ich. Und wenn ich jetzt gerade 29 Minuten 30 Form habe und ich laufe Richtung 28, 12 an, dann werde ich bei Kilometer 7, 8 so ein Problem haben, da stützt er die Zeichen auf und das ist auch mit den Verletzungen so. Aber ich glaube, das ist was wirklich jeder Hobbysportler nachvollziehen kann. Vor allem, wenn du mal wo warst und eine Verletzung gehabt hast oder irgendwas oder Haus baut hast oder Kind gekriegt hast, völlig wurscht. Irgendwas, ja, was dich ausreißt, dass du sagst, ja, aber ich bin doch die Intervalle in XY gelaufen oder ich bin doch den Fünfer in 20 Minuten gelaufen oder völlig wurscht, irgendwas. Und ja, fix, warum? Ich laufe es im gleichen Tempo an, warum ist meine Herzfrequenz jetzt da um 12 höher? Naja, und wenn vorher der Herzfrequenz hinten auf sich auf 180 war und du laufst das einfach mit 12 Schlägen höher an, dann wirst du halt hinten aus sie leider bis sie sterben gehen. Genau. Kann man halt nichts machen. Ja. Und jetzt eine ganz, ganz blöde Frage in dem Zusammenhang. Jetzt haben sie dieses Olympia-Limit so weit abgedruckt auf 2,8. Nimmt das dann in Österreich schon wieder ein bisschen Druck außer? Weil du einfach sagst, Kinder, echt jetzt? Weil jetzt das nächste Limit ist nachher 2,7? Quasi, kann man dann befreiter laufen, weil das gar nicht mehr das oberste Ziel ist? Eine Direktqualifikation für Olympia, weil das einfach so ein Schritt ist? Mir geht es gerade wieder voll gut. Also mir ist die letzten Monate oder das letzte Jahr dann auch eigentlich mental dann teilweise nicht mehr gut gegangen, weil einfach immer dieser Druck und du weißt es selber. Olympische Spiele noch einmal und ich würde es erreichen. Und seitdem ich jetzt dieses Thema Olympische Spiele eigentlich für mich weggelegt habe,
vor ein paar Wochen, Monate. Ich laufe wieder so geschmeidig, ohne Druck. Ich finde wieder eine Freude am Laufen. Und ja, also dieses Thema Druck macht, das kann man nur so belächeln oder so, aber das macht was mit an. Auf lange Sicht, vielleicht kurzfristig kann man es tolerieren. Manche können damit vielleicht besser umgehen, manche weniger gut, wie überall im ganzen Leben mit allen Situationen. Aber ja, ich habe das Thema, den Druck von mir auf die Schulter genommen. Ich will wieder den Spaß haben, den was ich gehabt habe. Ich habe es zum Glück kaum mehr erleben dürfen, die Olympischen Spiele. Das kriegt da jetzt erst so richtig an Wertigkeit, weil damals war es natürlich schon von Corona geprägt. Aber eigentlich war es der Weg, die Olympischen Spiele selber waren dann gar nicht, ja, natürlich sind es was Besonderes, aber diese Qualifikation, das war das Geile. Hey, ich habe mir die Tür jetzt da aufgemacht, das Tor. Und du bist einer der wenigen weltweit, die jetzt da laufen dürfen. Die Olympischen Spiele sind meistens extrem schwere Wettkämpfe, speziell im Marathon, Hochsommer, vielleicht nicht keine ganz schnelle Strecken. Und ja, das sind beinharte Rennen, wo man die Zeit sowieso ausschalten muss. Ja, das wird ja jetzt in Paris so sein. Also Paris im, was war nicht, erste Augustwochen mit Höhenmeter wird ja, ich meine, Weltrekord wird es da halt keinen geben. mit dem Gedanken darf man dort nicht hingehen. Also das sind einfach Meisterschaftsrennen und da muss man das eigentlich, wie wir es am Anfang kurz geredet haben, da muss man auch Ranking, also da gibt es dazu jetzt Ranking, die Zeit darf man da nicht bewerten. Natürlich, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wo sich das hinentwickeln wird, aber es so richtig schnelle Marathons sind noch nie gelaufen worden bei Meisterschaftsrennen. Es war schon schnell, aber nicht Richtung Weltrekord oder so. Also ich glaube, das ist aber grundsätzlich so, dass Meisterschaften normalerweise nicht die zeitoptimiertesten Dinge sind, weil da geht es halt um Taktik, da geht es um, wann mache ich meinen Angriff, wann gehe ich auf einen Zielsprint, das ist im Langlauf nichts anderes. Die einen wissen, okay, wenn ich ins Stadion mit einem größeren Backel komme, wäre ich halt fix nicht gewinnen und andere sagen, ich muss einfach dranbleiben bis zum Stadion, weil dann wäre es gewinnen. Fertig. Ja, genau, und das habe ich die Zeit auch schon ein paar Mal gesagt, eigentlich stört mich das mittlerweile. Du hast immer, wie am Anfang schon geredet, der Zeitdruck. Du musst vom Anfang an, und es macht einen Unterschied im Marathon, ob du eine Sekunde pro Kilometer zu schnell anlaufst oder zu langsam. Das heißt, wenn du zu langsam anlaufst, hinten raus, nimm auf, das sind 42 Sekunden, oder wenn du jetzt bei Kilometer 41 bist, 41 Sekunden, ist eine Menge Holz, 41 Sekunden, das holst du nicht mehr auf. Ja. Eine Sekunde zu schnell und du, der Mann mit dem Hammer, erwischt dich bei Kilometer 38 oder was und du torkelst ins Ziel, verlierst 2 Minuten auf die letzten 3 Kilometer, 4 Kilometer. Und kannst dich nicht mehr erinnern. Und diese Taktik, wie du sagst, das geht oft total verloren, weil du musst das nur noch Pacing, dass du diese Zeit ins Ziel bringt natürlich, also nenne jetzt einen Richie Ringer oder so, wenn du jetzt ein Potenzial hast für 2 Stunden 5 in einem Marathon und das Limit ist bei 2,8, ja, da hast du natürlich einen anderen Spielraum. Bei mir ist, da muss alles passen. Dann, dass ich jetzt sage, ich kann 2,8 Mitte vielleicht laufen oder so, da muss alles passen, weil ich einfach nicht das Potenzial habe, also wie von einem Richard Ringer. Diese taktischen Läufe, die kennen ein paar Mal, glaube ich, schon richtig, oder ist eigentlich schade, dass das nicht mehr stattfindet, einfach wo vielleicht mal langsam angelaufen wird, taktische Spielchen. Das gibt es bei diesen modernen Stadtmarathons fast nicht mehr, weil außer in New York oder Boston vielleicht, ja, da wo es wellig ist, du musst einfach deine Pace laufen, wenn du schnell laufen wirst, von Anfang an, und das ist die Taktik. Bloß nicht eine Sekunde zu schnell anfangen und auch nicht zu langsam. Du musst in dem ganz kleinen Fenster drinnen sein. Taktische Spielchen sind wenig. Das hat man, glaube ich, noch im, also jetzt hat man es gesehen bei der Hallen-WM in der Staffel. Also wie die Femke Bol
die 400 Meter am Schluss angelaufen ist. Also der hat im Endeffekt hat die Cruise Control betrieben. Der ist mit dieser Amerikanerin an der Schulter gelaufen und 100 Meter vor dem Schluss hat die einfach Gas gegeben, dass du gedacht hast, was ist denn jetzt schief? Und hat der 10 Meter auf 100 Meter abgenommen. Also das war ja ein falscher Film. Aber das bringt mich nämlich genau auf ein Thema noch. Du bist in dieser ganzen Sportschulgeschichte aufgewachsen einerseits. Ich meine, wir kämpfen in Österreich um die tägliche Sportstunde oder Schulstunde und du warst in dem einzig, also für bewegungsaffine Menschen, dem einzig richtigen Schultyp, glaube ich. Also so eine Sportmittelschule, Hauptschule, was du einfach in der Früh Schule hast und dann hast, beweg dich. Wurscht, welcher Sport. Das ist ja völlig egal. Aber also, was muss da passieren, dass das mehr in die Gesellschaft kommt und was muss passieren, dass auch Laufen einen höheren Stellenwert bekommt? Also wenn man jetzt da, weiß ich nicht, die Niederlande oder Norwegen oder mittlerweile sogar in Deutschland das ein bisschen vergleicht, also braucht es da irgendwelche Role Models wie, was weiß ich, die Ingebrigtsens, Femke Bohl oder in Deutschland jetzt, da sind die Marathon- und also Langstreckenläufer eigentlich in den letzten 15 Jahren ziemlich geil unterwegs. Braucht es das bei uns auch? Oder wie kommt man dorthin? Ja, Vorbilder sind immer gut, glaube ich, für junge Personen. Ich sage jetzt auch die Julia Meyer oder so, die ist einfach eine Bereicherung, die hat auch vom Alterseinstieg in den Laufsport eine ähnliche Geschichte als wie ich, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass und ich sage immer, speziell bei mir in meiner Region, ich sehe so speziell Mädels. Manchmal laufen mir Mädels über den Weg, die habe ich noch nie gesehen, und die laufen elegant, gut, geil, lange Beine. Das gibt es ja nicht, dass die nicht irgendwo, es rennen sicher viele Talente herum. Glaube ich, hundertprozentig. Warum sollen bei uns weniger Talente herumrennen als wie in Deutschland, Norwegen oder so? Aber die Bewegungskultur ist halt in Österreich, speziell im Ausdauerbereich, glaube ich, doch ein anderes, speziell jetzt Norwegen. Also Norwegen, wo es das kleine Land an sag jetzt mal, nur im Ausdauerbereich, was die an Kaliber haben, an Ausdauerathletinnen und Athleten, unglaublich. Total. Und sind aber teilweise von den Fördersystemen, was man mitkriegt, die haben nie der Bundesheer, so wie wir. Wo du dann in das System reinkommst, fixer Lohn und... Wie ist das in Norwegen? So. Weil in Niederlande habe ich gelernt, in den Niederlanden ist es so, dass du eigentlich in jedem Dorf irgendwie einen Leichtathletikverband hast und dass das quasi so jeder macht das und es gibt tausende Trainer und alles mögliche und viele Deutsche zum Beispiel gehen jetzt dann nach Amerika, College-Lauf und solche Geschichten. Wie ist es in Norwegen? Ich war durch ein Biathlon, war in Norwegen, in Lillehammer. Und wenn du da langlaufen gehst, hinten raus in die Wälder, wunderschön. Und du triffst halt Schulklassen mit den Langlaufskiern unterwegs, wo einfach im Wald dann Unterricht ist. Du siehst da dann, oder es wird berichtet, bei uns ist halt, wenn es Fußballtraining oder irgendein Training ist, wenn da der Elternteil eine Zeit hat, das Kind dorthin zu bringen, ja, dann ist das Training nicht möglich. In Norwegen, da läuft das Kind zum Training oder organisiert sich das. Da ist einfach der Zugang zum Sport, da glaube ich, die Wertigkeit, die Wertschätzung einfach ganz, ganz andere. Und ist das eine Kulturfrage? Ja, ich würde schon sagen, Kulturfrage. Weil warum sollen bei uns weniger... in dem Ausdauersport her, weniger Ausdauertalente unterwegs sind als wie in Norwegen. Warum? Also ich bin sicher weit nicht das größte Ausdauer- oder Marathon-Talent in Österreich. Da bin ich mir 100% sicher. Da rennen 100 bessere herum, die was nicht einmal nur Laufschuhe angehabt haben. Bin ich davon überzeugt. Und was hat noch, ich meine, Deutschland ist jetzt da auch nicht so, also die sind uns ja kulturell nahestehend, sagen wir mal. Zumindest die Bayern. Weiter Norden, die lassen wir mal außen vor.
Wir kennen ja kein gescheites Deutsch. Aber zumindest die Bayern verstehen wir. Aber wie haben die denn diesen Turnaround geschafft, dass sie in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren auf einmal, also der Richard Ringer, ein Pfeiffer, also da sind ja einige Leute rausgekommen, die auf einmal echt, echt schnell sind. Also die jetzt da, die um die Olympiaplätze kämpfen müssen. Nicht um die Norm, sondern wirklich, wer jetzt da hinfahren darf. Diesen, aber ein Ringer, Pfeiffer, Amanal Petros, Samuel Fitwi, diese gibt es ja schon ein Rage lang, die bin ich alle schon gelaufen und so Samuel Fitwi, 10 Kilometer, ja, ich war auf Augenhöhe mit dem oder Simon Boch. Ja. Nur was die jetzt geschafft haben, die sind irgendwie, die haben sich weiterentwickelt, ich habe mich nicht mehr weiterentwickelt. Ja, es gibt da mehr Läufer in Deutschland, das ist auch richtig, und mehr gute Läufer. Aber so viel richtig gute Läufer, ja, natürlich, aber die Damen und so, haben sie natürlich mehr, aber ich glaube, das war in Österreich wahrscheinlich auch möglich, aber das hängt vielleicht, da kenne ich mich auch zu wenig aus, mit den Vereinen zusammen oder was. Wenn es jetzt an Simon Broch vom, das sind die Regensburger, die haben da einen sehr, sehr großen, tollen Verein, da wo der Langstreckensport eine große Tradition hat. Richie Ringer war sowieso immer ein Top-Talent, der hat auch einige mitgerissen. Ich glaube, das sind viele Vereinsgeschichten auch dahinter, das war wie in Österreich. Vielleicht bin ich jetzt auch falsch, nicht so hump. Ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass bei uns auch viele Talente unterwegs wären. Na, man muss halt die wahrscheinlich entdecken und denen sagen, hey, Laufen ist geil und da ist auch was möglich. Und das Fördersystem in Österreich, also wenn es da gut bist, wir jammern alle. Also das ist schlecht, da ist schlecht, Verbandsstruktur ist schlecht, aber ich krieg zum Beispiel Holland oder so, was ich da mitkriege, wenn du jetzt kein Medaillenkandidat bist in Holland, dann kriegst du gar nichts. Die haben aber eine andere Tradition wie wir im Laufsport, also da sind mehr gute Läuferinnen und Läufer. Die haben auch keinen starken Skiverein. Die müssen sich aufs Laufen konzentrieren. Ja, aber die Unterstützung ist da teilweise sogar schlechter und haben trotzdem mehr gute Läufe. Ich glaube, für die Fördermöglichkeiten jammern wir trotzdem, wir Österreicher. Ja. Für das sind wir bekannt. An dem scheitert es nicht, aber ich glaube, wenn man da richtig irgendwo eine gute Struktur oder mehrere Strukturen in gewissen geografischen Bereichen in Österreich aufbauen würde, so Talente-Suchung und ich glaube, dass fast in jedem Bundesland gute Athletinnen und Athleten, wurscht ob Mittelstrecken, Langstrecken geben würde. Nur man muss denen auch sagen, schau, du bist ein Talent, wir bieten ein Training an, man schaut sich einen Verlauf an und diese Möglichkeiten würden bestehen. Und so, wenn du gut bist, kannst ins Bundesheer kommen, vielleicht Polizei, wie auch immer. Ja. Also Möglichkeiten würde es geben, glaube ich. Das naja, im Skifahren schaffen wir das ja. Weil ich meine, du bist aus Salzburg, ich komme aus der Steiermark, mit 4 Jahren stehst du auf die Ski, machst dein erstes Skirennen mit 4,5 oder mit 5, gehst in irgendeinen Verein, dann machst, was weiß ich, Mini, Kinder, Jugend, bla, irgendwas. Wenn du gut bist, gehst du nach Stams und fährst deine Jugendrennen, FIS-Rennen, Europacup-Rennen, keine Ahnung. Da gibt es ja diese ganze, da haben wir das ja alles. Also deswegen zählt ja im ÖSV im Endeffekt. Ob das immer gut ist, ist auch wieder die Frage. Aber es ist auf das ausgelegt. Natürlich leistungsgetrimmt, Tradition, Skifahren, Österreich. Genau. Also wenn du diese Struktur hernimmst, dann würden wir wahrscheinlich auch in der Leichtathletik wen rausbringen. Und da ist dann die Frage ja, du brauchst schon die Begeisterung auch, also von der Jugend. Also es muss schon cool sein, den Sport machen zu wollen. Also nicht, wir haben eine ganze Generation Tennisspieler ausgebracht, weil der Thomas Muster geil war.
Ja. Wir haben eine ganze Skifahrergeneration uns aufgehängt am Karl Schranz und die nächste nachher an irgendwem anderen. Braucht es jetzt da in der Zeit irgendwie so, weiß ich nicht, ja, du hast vorher gesagt, Julia Meyer oder jemanden, der auch so auf Social Media und auch so ein bisschen abseits der reinen Leistung, die ja viele Leute gar nicht greifen können, wie gut oder schlecht das jetzt ist im Vergleich zu wem auch immer, der auch so ein bisschen den Spurt, ja, mir fällt kein besseres Wort ein als alter Boomer, Coolness bringt, dass man da sagt, ich würde es machen, wenn ihr das macht. Natürlich würde unser Jakob Ingebrigtsen in Österreich auch gut tun, weil ich glaube, also die Ingebrigtsen, die haben schon was bewegt und speziell auch jetzt, glaube ich, in Österreich, so wenn man sich anschaut, Kevin Kamenschak, Sebastian Frey, das sind ein paar, also richtig motivierte unterwegs, die was das hochprofessionell betreiben, die probieren alles auszuschöpfen, wenn man sich das anschaut, wo die unterwegs sind. Also wenn ich noch mal jung wäre, geil. Mal mit Familie und so schaut das dann anders da aus, das Thema. Aber da zerrinne ich ein paar Mal, was die machen und die setzen alles auf einen Karten aufs Laufen und es schaut auch so aus, wie das Ganze Früchte tragen würde, weil die bringen alle gute Leistungen daher. Und ich glaube schon, dass da was wie Jakob Ingebrigtsen mit diesem Style auch, was der mitbringt, so die Armen ja dem natürlich alle ein bisschen nach. So kommt mir das ein bisschen vor. Natürlich dann so eine Person, glaube ich, dem Laufsport oder einer Sportart generell sehr, sehr gut. Und auch so ein bisschen das, man sieht es ja, dieses Trainingssystem hinter den Ingebrigtsen, so jeder will dieses Trainingssystem trainieren. Vom Marius Backen ist wahrscheinlich momentan das bekannteste Trainingssystem, was im Langstreckenlauf, Mittelstreckenlauf angewandt wird. Also wenn man jetzt irgendwo auf Trainingslager hinfährt, und man, da brauche ich nicht lang zuschauen, dann weiß ich, welches System das die trainieren. Und das, da ist schon ein Boom ausgerufen worden, das was absolut positiv ist. Wie gesagt, also solche Aushängeschilder, der was WM-Medaillengewinner, Olympiasieger, ja, sowas wird natürlich noch mal was anderes bewegen, als wir eh mit 2:10:06. Das ist nicht schön für mich. Ich sage, das ist immer noch eine Top-Leistung für mich. Europamäßig gut. Österreichmäßig top. Gut. Also, wenn man jetzt Marathon weltweit hernimmt. Weit, ja. Würdest wahrscheinlich in Kenia würden sagen, naja, ob wir die als besser wohin schicken, was, wissen wir nicht. Ja, das, und das müssen wir auch noch sagen, wir müssen ja zum Glück reden, dass wir keine Kenianer sind, dass wir mit so einer Leistung auch bei Olympischen Spielen dabei sind. Genau. Weil, die kämpfen, ja, das ist natürlich eine komplett andere Kategorie. Also eben, wir haben zu wenige und die haben zu viele. Aber zu viele, also das ist natürlich, so soll es eigentlich sein. Und wenn man jetzt im Biathlon zuschaut, da ist Kenia nicht so gut. Nein, aber weil wir haben von Norwegen auch schon gesprochen. Ja. Und wenn man jetzt schaut, in der zweiten Liga oder so, die konnten eins zu eins die zweite Liga die Besetzung im World Cup eingeben und die würden dort auch Stockerl-Plätze machen. Und das ist einfach, diese Dichte, das ist gigantisch. Und auch in Norwegen, was da der Laufsport mit Ingebrigtsen bewegt, da ist ja nicht nur mehr Ingebrigtsen da, ich weiß jetzt die ganzen Namen nicht, da sind viele. Ja. Glaubst du, gingen die alle in die Marathon in 5 Jahren, 6 Jahren? Und ich weiß nicht, ob es das. Und alles ist dann also schon so spezialisiert, ich meine, dass ein Carl Lewis niemals am Marathon laufen wollte, okay, weil er einfach ganz kurz Distanz, aber so gerade so 5000 Meter, 10.000 Meter Leute, Ja, man ist auch immer, Marathon ist wieder, man kann mit einem 5000 Meter Training einen irrsinnig guten Halbmarathon laufen. Das ist möglich. Einfach aus Stoffwechselsicht, Energiebereitstellungssicht. Du kannst einfach über eine Stunde knapp drüber, knapp drunter, das kann man mit einem Mittelstreckentraining wahrscheinlich sehr gut abdecken und da unglaubliche Leistungen bringen. Also ich schätze dann an Jakob Ingebrigtsen ein, dass der auf jeden Fall 58 Minuten in einen Halbmarathon laufen kann.
Marathon ist wieder ein anderes Thema. Ja? Marathon ist wieder ein anderes Thema, weil man hat es ja jetzt gesehen, Joshua Cheptegei in Valencia, okay, das ist Weltrekordhalter, 10.000 Meter, 5.000 Meter. Ja. Beim Halbmarathon hat man auch schon gesehen, dass er da nicht ganz mehr so stark ist. Das war bei der WM in, wo war denn das? Das war Corona-Zeit, in Polen war das. Da ist er nur knapp unter einer Stunde gelaufen. Ja. Oder so irgendwie. Knapp und nur knapp unter einer Stunde, ist aber ein geiler Satz. Nur knapp unter einer Stunde. War schon, ja, wenn Kip Lima, wenn die da 58 Minuten laufen oder so. Das ist, Marathon, wie der ins Ziel kommen ist. Natürlich ist ein Weltrekord-Pace angelaufen, aber das ist stoffwechseltechnisch, energiebereitstellungstechnisch einfach ein anderes Thema, muss man anders da trainieren. Ob da jetzt die Ingebrigtsen oder so auch so erfolgreich sind, da würde ich vorsichtig sein mit solchen Prognosen. Halbmarathon, glaube ich, Jakob, 58 Minuten kann der laufen in einem guten Rennen. Aber du hast mir jetzt einen wunderbaren Segway gelegt, eine wunderbare Rutschen, um das zusammenzubringen, nämlich einerseits Österreich mit Laufen und Coolness und andererseits, was wir haben, ist also flache Strecken wenig, Berg voll, Coolness Sportart, plus Ausdauer kennen wir auch. Und zwar, wenn man jetzt da von der Straße weggeht, Richtung Offroad, Trail, Berglauf. Also Berglauf war mir immer schon gut. Also ob das jetzt ein Helle Schmuck ist, ob das jetzt ein Andrea Meyer oder sonst wer ist. Heutzutage nennen wir es nicht mehr Berglauf, weil das ist ungeil, sondern heute nennt man es halt Trailrun und macht halt längere Distanzen. Aber im Endeffekt, same, du rennst halt nicht auf der Straße. Ja. Wir haben Leute, die auf Bergen gut unterwegs sind. Und dort hätten wir auch schon die eine oder andere im Role Model, Männer, Frauen, was auch immer, ob das jetzt da die Innerhofer sind oder sonst was. Ja, ja. Du musst auch schnell sein. Ist das ein Sport, wo Österreich jetzt noch richtig Gas geben kann? Ich war jetzt auf dem ersten Trailrunning-Symposium, wo die Planungen gehen Richtung Competence Center in Innsbruck, weil Innsbruck halt wirklich das Mekka quasi dafür schon ist mittlerweile, weil sogar deutsche Athletinnen kommen, ziehen nach Innsbruck extra um. Okay. Es kommen immer mehr ausländische Athleten nach Innsbruck, weil die Infrastruktur so gut ist und die Trails. Aha. Okay. Wäre das nichts für die? Ich laufe im Training, das ist immer der große Irrglaube, oft auch von uns Straßenläufern, dass wir nur flach und auf Asphalt laufen. Also ich laufe so viel wie möglich auf unbefestigten Wegen und so wenig wie nötig auf befestigten, also auf Asphalt oder Tatern, weil das macht mich kaputt. Die Kenianer sagen zum Beispiel, in Europa auf Asphalt zu laufen, das macht dann nur verletzt. Und ja, die laufen ja fast alles Offroad. Ja, genau. Ja. Also ich laufe sehr gern Trails, ich mache auch viele Höhenmeter, einfach viel Kraft, Ausdauer. Ja. Wo ich immer ein bisschen zerrinne oder so, auf der anderen Seite sage ich oft, wie kommt man nur als Mittelpinzgauer, also richtig Skiregion und eigentlich Trail. Eigentlich muss Trailläufer werden. Wie kann man da nur Marathonläufer werden? Ich habe im Winter Kämpfe mit Schnee, war das jetzt der erste Winter. Ich bin noch nie im Winter so gute Trainingsbedingungen gehabt wie diesen Winter. Weil einfach kein Schnee war. Ich habe eigentlich nicht mehr Trainingslager gebraucht, weil ich zu Hause eigentlich normal trainieren habe können. Aber bei mir zu Hause ist halt es geht flussaufwärts, flussabwärts. Ich bin in einem Tal. Ich kann, wenn ich am Rand vom Tal laufe, dann geht es so. Wenn ich neben einem Fluss laufe, dann geht es entweder die eine Strecke so und die andere Strecke steigt es wieder. Also, und wenn ich dann oft so diese Posts von Hauptallee sehe ich oder so, da kann man sie narrisch machen oder kann man sie nicht narrisch machen, weil solche Zeiten kann ich bei mir nicht laufen. Das geht nicht. Und jetzt mal, wenn ich auf der Hauptallee laufe, dann denke ich mir, oder ich bin da schon Trainings gelaufen und habe mir gedacht, Alter, in der Form bin ich nicht. Das, was ich da heute gelaufen, das gibt's nicht. Das tut es nicht geben. Und ich laufe in mein Training
Das machen andere vielleicht, glaube ich, echt zu wenig. Dass man diese Höhenmeter auch im Straßenlauf und so einfach missachtet, weil es einfach, ich glaube, auch gut für die Muskulatur ist, dass Abwechslung ist und auch für die Kraftausdauer und dass man nicht immer diesen monotonen Schritt hat. Die Höhenmeter sind wichtig und Traillaufen, da für die ganze Fußkoordination, Fußstabilität sehr wichtig. Also ich baue das extrem früh eigentlich ein. Ja. Und oftmals, wenn ich es vernachlässigen angefangen habe, das war zum Beispiel, wo ich Profi geworden bin, genau, so jetzt nur noch Asphalt. Tempo, Tempo, Tempo. Und ich bin kaputter, kaputter und kaputter geworden. Es ist gar nichts mehr gegangen. Hm. 2019, ich bin wieder richtig zurückgegangen auf die Trails. Ich habe Bergläufe gemacht. Also ich habe Berglaufintervalle gemacht. Ich habe richtig Höhenmeterläufe gemacht. Also Gipfelläufe, ja. Trailläufe. Da wo man die Pace dann wurscht ist. Weißt du, man rennt genau. Nicht mehr diese Pace. Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, Pfeif auf die Pace, die Platzierung. Also du hast alle Argumente geliefert für, ich will Trailrunner werden. Da ist sicherlich, ja, ich glaube im Trailrunning-Bereich, wenn man da richtig angreift, da ist sicherlich Potenzial da, weil es wahrscheinlich auch noch nicht so ausgereift ist. Es machen noch nicht ganz so viele Leute, als wir im Straßenbereich. Und da hat man sicherlich die Chance, ja, wenn man das gut trainiert, wenn man ein Talent mitbringt, ich sage es wie die Innerhofer, also bewundert immer sehr, da kann man sicherlich was erreichen. Also, dass man da vorne einbrettert und wenn das einen Boom auslöst, das war ja perfekt, dass man da junge Läuferinnen und Läufer nix jetzt da? Anstachelt. Für mich? Ja. Ja, gemütlich dann einmal. Danach, ich würde es noch, ich möchte ein paar geile Zeiten, ich bin doch zeitenorientiert, zeitengeil wieder geworden. Die letztes Jahr war das ganz anders, da habe ich darum, am liebsten war es mir eigentlich gewesen, wenn es so schnell wie möglich vorbei war mit der Lauferei, weil es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Okay. Es war jeden Tag eine Qual. Einfach Schmerz gegen Kopf und ich muss doch, ich bin der Profi und Leistung bringen. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ich bin zeitengeil, ich will nur ein paar geile Zeiten machen, das ist noch, das möchte ich noch mal schaffen. Und vielleicht danach, ja, aber mein Ziel ist danach, den Sprung vom Leistungssport wegzuschaffen. Sicher werde ich irgendwo Wettkämpfe mitmachen oder was, aber ja. Ob mit oder Nachbar dann schlagt oder nicht schlagt, das ist mein Ziel, dass ich den Ausstieg dann schaffe. Was viele nicht gelingt, weil wenn du immer eigentlich dem nachrennen musst, was du vorher nicht erreicht hast und die dann noch in die Age Group, er möchte jetzt ja nicht schlecht reden oder so, aber ich bin Profisportler gewesen, wenn jetzt einer nie Profisportler oder Sportlerin war und dann um die Age Groups kämpft, cool, finde ich cool. Ich habe meinen Profisport gehabt und danach möchte ich einen Sprung schaffen, das Ganze wieder entspannt zu sehen. Ob ich dann da aus 5. am Berg oben bin oder aus 80, das wird mir wurscht sein, da trinke ich oben dann mein Bier und und vielleicht eine lässige Jausen beim Ötztaler Marathon, da möchte ich mal mitfahren, weil es mir einfach taugt, weil mir einfach Ausdauersport taugt, fasziniert und das mit dem Laufen, wie gesagt, also das hat hobbymäßig am Trail unterwegs sein, da kann man auch dazwischen einmal ein Bier trinken, Hobby gehört. Ist mir gesagt worden. Ach so. Also zum Beispiel beim Wörthersee Ultra, habe ich 2019, haben es ab der Labe bei Kilometer 30, glaube ich, hast gekriegt Käse, Salami, klein geschnitten. Ja, da Bier, bin ich mal dabei. Bier ohne und mit Alkohol. Und das schon bei Kilometer 30 von 70. Ja, das war mir lustig. Wenn du das bis zum Schluss durchziehst, huiuiui, da hast du auf Fetzen gerade. Ja, für sowas war ich zum Haben, hundertprozentig. Also das dann, solche Sachen würden mich reizen. Also, ja, ich meine, du bist da den ganzen Tag unterwegs, aber Spaß. Es ist halt, ja, genau, es ist eine Gaude. Und das Spaß. Ist ja das, die Geschichte. Mit Bewegung. Ja. Mit Bewegung. Also, das ist ja bei viel Langdistanz und vor allem Ultra-Trail-Läufern, es geht ja, glaube ich, ganz ehrlich, wenn jetzt einer von uns bei 100 Kilometer am Franzosenhügel, beim Mont Blanc herumgurkt, ob wir nach 17 Stunden, 19 Stunden oder 21 Stunden im Ziel sind, interessiert genau uns selber und die Mama. Sonst interessiert es auf der Welt genau niemand.
Natürlich hast du eine Ambition, aber eigentlich freust du einfach nur, weil du es geschafft hast. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, also nachher möchte ich nochmal wissen, was du jetzt 24, 25 vorhast, ne? Aber was mir so die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt, weil du bist berggängig quasi, du sagst, du willst keine ultra langen Sachen machen, aber gerade so Dinge wie, weiß ich nicht, Sersinal zum Beispiel. Das ist ein Wettkampf, der hat, ich glaube, 31 Kilometer um den Dreh, geht halt bei 500 Höhenmeter los, geht auf wie auf 2400 und hat einen Downhill ganz am Schluss. Und da sind halt dann so Leute unterwegs, die im Berglauf gut sind oder Schieben Mountaineering, das ist Rémi Bonnet und so weiter und so fort, die halt alle auch Marathonzeiten stehen haben von, keine Ahnung, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16, so um den Dreh. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist ja, reizt dich sowas gar nicht, weil da geht es um die Platzierung. Nein? Ich weiß nicht, warum das mich nicht reizt, aber es reizt mich nicht. Da reizen wir entweder dann, würde ich fast sagen, Radmarathons, Ötztaler oder so eine. Okay. Ich weiß nicht warum. Das kann ich nicht einmal nicht, weil es mich irgendwie. Ich weiß nicht. Aber Rémi Bonnet oder so, das sind ja Wahnsinnsathleten. Also, was die dann auch, oder die Innerhofer, was die bergab machen, was die bergab, das ist für mich krank, weil. Für mich ist immer, wenn ich meine Trail-Runde laufe, wenn ich einen Berg auf laufe, dann fahre ich mit dem Lift runter. Dann fahre ich mit dem Lift. Ich gebe mir rauf die Kanten. Und dann steige ich oben in die Gondel ein, fahre wieder runter und laufe wieder im Radlweg heim, weil ich einfach das Bergablaufen, das tut mir einfach furchtbar weh. Okay. Und wie die da über die Trails runterlaufen, unglaublich. Also da ziehe ich einfach einen Hut, das ist. Ist ein Wahnsinn. Hendrik Pfeiffer ist letztes Jahr, der ist irgendwo so ein 40-Kilometer-Trail mitgelaufen. Ja, ist er. Und der ist das angelaufen und der ist wirklich in der Spitzengruppe angelaufen und der war wirklich gut unterwegs. Also du hast gemerkt dann, ich würde mal sagen, du hast gemerkt, es ist nicht sein Hauptmetier. Ja. Und er weiß jetzt nicht ganz genau, wie er bei welchem Gradient quasi andrucken kann oder halt nicht, dass er sich nicht verharzt. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Erfahrenen am Trail wahrscheinlich auch ein bisschen eingedodelt haben. Und ja, natürlich bergab musst du das Tempo haben. Also das musst du auch üben, technisch klar. Aber natürlich, wenn jetzt jemand einen Marathon in der Zeit laufen kann, dann hat der jetzt da seine Laufschuhe auch nicht erst gestern gefunden. Sondern der weiß schon, was er tut und hat eine Grundkondition, wo alle anderen sagen, hoho. Das schon, die Grundkondition, da würde ich mir jetzt auch nicht scheuen oder was vom Trail laufen oder so, aber ich finde eben, wie koordinativ die sind, wie schnell die Wurzeln laufen da bergab und das muss man üben, weil das ist wie im Radsport, da ist vielleicht Balzadoni oder so ist ein bisschen ein Beispiel oder so, das ist eine unglaubliche Maschine, also was der angeblich Herz-Kreislauf-Leistung hat, aber da wird halt mal, ich weiß nicht ganz genau, aber gesagt, okay, der tut sich halt im Vödel einfach ein bisschen schwerer, weil er halt spät eingestiegen ist, verbraucht somit ein bisschen mehr Energie und ich tue mir halt auf die Trails, auf die Wurzeln auch schwer, da muss ich schauen und da kann ich nicht meinen stumpfen Schritt, obwohl es, ich laufe jetzt keine Extrem, also ich laufe schon Trails oder so, aber halt nicht schnell oder was, weißt du, aber die machen das richtig mit Geschwindigkeit. Ja, aber du kommst ja aus der Mountainbike-Trail-Sport, also deswegen habe ich mir gedacht, das ist schwer ja aufgelegt. Radl ist wieder was anderes, Radl wird mir voll taugen. Also da, so wie jetzt Cross-Country oder sowas, das würde mich voll reizen. Wenn ich nochmal jung wäre auch, das wäre ein Sportart, die würde mich voll reizen, weil ich bin technisch am Radl sehr gut. Also das traue ich mir sagen. Ja. Speziell in schwierigen Passagen oder so. Also da bin ich sehr gut. Immer noch. Und mache ja oft zum Spaß nach dem Laufen oder so vorher zum Asitz rein. Das ist der Bikepark in Leogang, einer der größten in Europas.
und fahre meine Trails auch just for fun, zum Relaxen, zum Erholen, weil mir das auch taugt, aber schwierige Trails, wo es auch, wo es zum Runterspringen ist, aber über schwierige Wurzelsteinpassagen, das wird mir voll taugen. Aber beim Laufen eben, das mit dem Umböckeln und über die Wurzeln drüber, das finde ich voll arg. Also das, da tue ich mir nicht leicht. Und das bewundere ich voll, wie da diese Trailläufer, wie schnell die da drüber laufen. Und dann auch, ich würde da voll viel Energie verlieren. Und das denke ich mir, beim Hendrik Pfeiffer, an der Fitness scheitert es da nicht. Aber der hat sich dann irgendwann aufgerieben, weil er einfach diese Laufeffizienz... Ja, der ist hinten ein... Er ist dann wirklich bergab, das letzte Stück ja ein bisschen eingegangen oder überrollt worden. Ja, weil ich habe jetzt gerade nachgeschaut, es war sehr Arsenal, der mitgelaufen ist, weil das halt so genau für wenn du ein brutales Tempo gehen kannst, super ist. Und er ist 40. geworden oder so, oder 42., 43. Und am Anfang geht es halt auf und oben lang entlang und erst ganz am Schluss kommt dieser quasi fast freie Fall runter. Also da hast du in ein paar Kilometer, weiß ich nicht, 200 Höhenmeter pro Kilometer. Also das ist wirklich... Ja, ja, okay. Die Redisse macht durch den Wald quasi. Und das musst du halt kennen. Da hat es auch letztes Jahr, glaube ich, den dritten oder so. Also er ist nachher Sechster geworden. Eher ein Kenianer, der ist für Run Together läuft der. Den hat es bergab. Der hat kurz nicht aufpasst. Von hinten kommt der Kilian Jornet und im Überholvorgang hat es den auf die Pfeifen gehabt, dass du gedacht hast, bist du deppert. Aber er hat sich gleich wieder aufgerappelt und ist nach. Aber ja, dieses Bergablaufen ist natürlich nachdenken darfst nicht. Nein, das den bewundere ich das voll, was die da machen. Das ist krank. Also Krankheit auf ganz hohem Niveau. Das, aber halt cool das, für also gerade bei der WM letztes Jahr in Innsbruck hat man das gesehen, dass es halt bei für viele Leute einen Coolness-Faktor hat von der Umgebung. Weil die Broder Hauptallee ist jetzt da von der Umgebung so semi. Da ist jetzt dann, wenn du in Salzböden auf dem Berg aufrennst, schon geiler. Ich denke mir, mir taugt es ein paar Mal auf der Broder Hauptallee einfach dahin brettern, aber ich habe es dann auch wieder satt. Also wenn ich, muss der so wie Andi Wolter, also wenn ich da jede Woche Videos sehe, zack, krass, da laufe ich lieber am Lauf, das ist kein Blödsinn, da laufe ich lieber am Laufbandel. Ist jetzt kein... Ja, du kannst da ein YouTube-Video währenddessen anschauen. So ist, ich bin dann immer wieder froh, wenn ich meine Salfeldenallee oder ein Bäckchen habe oder dann wenn man landschaftlich unterwegs ist oder das jetzt zu schätzen weiß, dann sind oder wenn das so ein wichtig ist, dann ist mein Trail-Bereich sicherlich richtig aufgehoben, ja. Und dort ist halt auch da geht es um die Streckenrekorde gibt es dort auch, aber eigentlich geht es darum, wer gewinnt. An dem Tag, in dem Setting, bei dem Wetter und so weiter und so fort. Und da ist 10 Minuten schneller als letztes Jahr oder langsamer als letztes Jahr. Puh, nobody cares. Ja. Bist 7. geworden, bist 2. geworden oder bist 18. geworden? Das ist die Frage. Ja, weil es halt dann oft wetterbedingt Streckenänderungen oder so. Das ist alles, der gewinnt. Der tagesbeste Gewinn, wie du sagst, ob das bei uns muss das alles vermessen sein, doppelt vermessen. Und wenn es kein Zertifikat hat, die Strecke, dann ist schon wieder eine Katastrophe. Das ist da noch eigentlich viel besser. Ja. Da ist, also im Trail hört man so, ja, dann war die Strecke 4 Kilometer länger, passt schon. Macht das einmal einen Marathon. Ja. Aber macht das einmal einen Marathon. Du bist jetzt da wieder am Start. Wien. Ja. Also manche, wenn sie das hören, wirst du schon am Start gewesen sein und auch schon im Ziel sein. Andere werden es jetzt noch vor dem Start mitkriegen. Ist es jetzt quasi wieder so, dass... Jetzt gehen wir es wieder an. Für dich. Also ich laufe in erster Linie jetzt am 7. April in Berlin den Halbmarathon. Mhm. Also der ist ganz dick unterstrichen. Also da möchte ich wirklich gut laufen. Das glaube, das könnte da gelingen, wenn ich halbwegs schlau anlaufe. Ich glaube, da konnte ich auch Richtung
ich glaube, dass ich Richtung Bestzeit laufen kann, wenn alles passt. Mhm. Ein Zwarer davor war geil einmal. Also ich rede jetzt nicht von 2019er, 2020er von meiner Form, sondern realistisch, wenn er 62er Zeit stehen würde, es wäre mega geil. Also das, ja, wenn es 63er ist, ist es auch cool. Aber ich glaube, 62er ist möglich und würde mich mit dem Rennen gerne noch einmal für die Europameisterschaften in Rom, ja, Halbmarathon. Da bin ich momentan noch qualifiziert, aber ich würde gerne diese Qualifikation fixieren und unterstreichen, dass ich da dabei bin. Wieso fixieren und also? Also vom Ranking bin ich, glaube ich, momentan noch qualifiziert. Also wäre ich momentan startberechtigt in Rom für die Europameisterschaft, Halbmarathon. Aber natürlich mit einer guten Leistung kann man das Ganze natürlich fixieren. Okay. Das ist einmal das primäre Ziel. Und zwei Wochen später, der Wien-Marathon, liegt mir sehr am Herzen. Da bin ich jetzt schon lange nicht mehr gewesen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Corona ist gewesen, Olympia ist gewesen, also Olympische Spiele. Verletzt bin ich gewesen, ist mir nicht so gut gegangen. Und Olympiadruck, Wien voll super, größte österreichische Marathonbühne, also dieser unglaubliches Event. Aber ich sage jetzt für Bestzeiten, also wie ich habe vorher Richie Ringer verglichen, der was natürlich Puffer hat, der hat Puffer mit seinem Talent zur Olympia-Norm-Marke, zur Qualifikationszeit. Ich habe keinen Puffer. Und darum habe ich die letzten Jahre versucht, dem Ganzen eigentlich auszuweichen, nach Sevilla zu gehen oder Rotterdam, andere Frühjahrsrennen zu wählen, wo man weiß, okay, es ist in meinem Bereich einfach ein dichteres Starterfeld, die Strecke ist schneller. Wien ist gefährlich mit Wind. Oftmals kann sein, das erste heiße Wochenende, noch im Frühjahr, ein richtig heißes Wochenende. Ich habe noch nie anderes erlebt bei dem Wien-Marathon. Und die Strecke ab Kilometer 35 ist jetzt ja nicht ganz einfach. Ja, super schön, alles toll, aber für Bestzeiten, wenn man eh schon am Limit ist oder so, mal wenn man Puffer hat, wenn man kein Thema, ich habe keinen Puffer. Jetzt ist ein anderes Thema, ich habe das Thema Olympische Spiele vor die Schultern gelegt. Ich freue mich voll, nach Wien zu kommen, ohne Druck, ohne Stress. Ich möchte einen lässigen Marathon laufen. Der Mario Bauernfeind ist am Start. Also es wird sogar eine volle Herausforderung, weil der ist sicher gut drauf. Ja, mein Ziel ist, jetzt einen guten Halbmarathon laufen, da richtig zu performen. Und Richtung Herbst, das war mein Wunschgedanke. Ich hoffe, das gelingt mir, dass ich Richtung Herbst wieder sagen kann, oder ich kann wieder von Bestzeiten in Bestzeitrichtung träumen. Das ist wieder realistisch, nur ich muss momentan im Marathon realistisch sein. Oder ich will mich auch momentan im Training nicht komplett ausquetschen, das, was ich letzte 1,5, 2 Jahre mit Gewalt versucht habe, das hat nicht funktioniert, mein Körper hat nicht mehr mitgespielt. Ich will auch nicht ans Limit gehen, deswegen wäre beim Marathon, ob ich da jetzt in Wien dann 2,15 renne, 2013 rennen oder über einen Einbruch 2017. Ich möchte mir ein Loch im Ziel stehen und sagen, hey, das Training war super, ich bin wieder am Weg. Und weil ich bin 2019 im Frühjahr auch einen richtig beschissenen Windmarathon gelaufen und bin dann im Herbst 2010 gelaufen. Das ist immer der Weg, also wenn der Weg stimmt vom Training, vom Aufbau, dann sagt der ein Wettkampf, ein schlechter Wettkampf, sagt er jetzt nicht viel. Also ich glaube jetzt nicht, dass in Wien eine super gute ich werde alles geben, ich werde mich voll ausbrennen, ich werde Spaß haben, aber wir brauchen nicht von Bestzeiten reden oder so. Nein, aber du wirst für die wieder einen guten Marathon hinkriegen. Also das war eigentlich so der Hintergrund, genau, dass du sagst, du wirst einfach wieder einen geilen Marathon einmal erleben. Und das in Österreich, weil das war vor mit Olympischen Spielen, der Druck einfach, da konnte ich Bestzeit laufen und ich muss Bestzeit laufen. Darum bin ich dem Ganzen natürlich dann ein bisschen ausgewichen. Jetzt komplett eine andere Situation und ich freue mich voll, nach Wien zurückzukehren. Du solltest aber dann, wenn ich mich erinnere, bei dem Vienna Calling 21er, wo du die 15 Kilometer mitgelaufen bist, vielleicht solltest du dann den Wien-Marathon nicht in 2,50 anlaufen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das hast du auch mitgekriegt, oder wie? Natürlich, aber ich glaube, man kann machen, dass man Wien mit 2,50 anläuft, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist.
Ich würde das keinen empfehlen. Wie vorher schon erwähnt, als Trainer oder auch aus Athletensicht, wenn ich jetzt wenn anderen einen Ratschlag gebe, das ist einfach dumm. Das funktioniert nicht, sowas kann nicht funktionieren, das wird nie funktionieren, außer man hat die Form für 2,50. Wenn du es nicht hast, tust du nur weh und du wirst dir schaden. Du wirst nicht so gut ins Ziel kommen, wie du es eigentlich drauf hättest. Ja. Also du nimmst dafür dein Potenzial, du schneidest da gleich mal 10% von deinem Potenzial. Ja, 10% ist zu viel, aber du schneidest da einiges weg. Ich habe selber lachen müssen, weil das auch dumm ist. Ich habe mir gedacht, der Andi Walter top drauf, top motiviert und ich bin halt wirklich nur für einen Testlauf für mich da hingefahren. Ja. Startnummer, Stress ein bisschen und eigentlich wollte ich bis 12 laufen, der Coach hat gesagt, bis 15, passt, bin ich bis 15 gelaufen. Aber der erste Kilometer, ich habe selber ich hab auf die Uhr geschaut und denkt, Alter, Vater, es ist einfach. Und jeder ist mitgelaufen, ob Mario Bauernfeind, Dominik Stadelmann, jeder, und der Andi ist top, drüber auch noch. Der Andi ist top motiviert rausgelaufen und ich habe mir noch, Alter, Vater. Ja, dumm, was soll's? Ich habe selber lachen müssen. Wenn ich das in Berlin mache, dann ist das Rennen gelaufen. Also ja. Ich will in Berlin gescheit laufen, sowas darf mir in Berlin nicht passieren. Aber ich sage, in Wien, das war ein Trainingslauf und da ist man oft, also wenn es bei mir ernst ist, dann bin ich fokussiert, dann weiß ich ja dann schon, in welchem Leistungsstatus bin ich und was kann ich mir zutrauen, anzulaufen, weil sonst geht es in die Hosen und das wäre ja schade. Naja, vor allem als Langdistanzler hast du einfach nicht 15 Wettkämpfe pro Jahr oder 20, sondern du hast halt eineinhalb Handvoll bestenfalls mit die Aufbauwettkämpfe und das war es dann. Und wenn du dich bei deinen Hauptwettkämpfen jedes Mal abschießt, völlig sinnlos, dann ist halt auch nicht geil. Aber alle, die das jetzt hören, wir zeichnen nämlich jetzt da auf Ende März. Und wenn ihr das hört, ist Berlin jetzt schon erledigt und ihr könnt schauen, ob er sich dran gehalten hat und ob es aufgegangen ist. Also ich freue mich ja da schon drauf. Ein bisschen Risikobereitschaft muss man dann schon mal haben, aber mit Vernunft, weil sonst geht es. Selber rede ich auch immer gescheit oder predigt es anderen, wie wichtig das ist, dass man speziell am Anfang sich zurückhaltet. Selber. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ja. Aber hast du da für den Herbst, weil du gesagt hast, im Herbst möchtest du für dich selber wieder nochmal Richtung Fahrt aufnehmen, hast du da schon was ausgesucht, wo du sagst, der wäre gut oder der wäre gut? Ja. Also. Wie vorher schon erwähnt, ich habe studieren angefangen und so. Da wird es natürlich, das ist natürlich der Sommer eigentlich komplett frei und das möchte ich fürs Training dann. Momentan bin ich auch wieder also echt gut im Training, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit wieder habe. Jetzt ist es gerade ein bisschen weniger zum Lernen. Das Studium läuft zwar, aber dann im Frühjahr raus und so muss ich dann schon mal schauen, dass ich im Studium die Prüfungen und so schaffe. Da muss ich im Training dann auch vielleicht ein bisschen reduzieren. Mhm. Und im Sommer ist es eben super. Das sind 3 Monate Ferien, mehr oder weniger. Das würde gern in St. Moritz mehr oder weniger so viel wie möglich gut verbringen mit einem guten Training und da bietet sich natürlich dann Berlin an. Eigentlich würde ich in Berlin gern wieder laufen. Ich habe letztes Jahr dann Valencia, ich bin zum Spaß in Valencia dann mitgelaufen. Das war so das krasseste und beste Marathonrennen, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie so gute Bedingungen erlebt. So viele gute Leute, auch in meinem Bereich. Orgedichte ist dort, glaube ich. Orgedichte, ich sage, das sind in meinem Bereich, die, was ich schon geschlagen habe, die sind 2,7 gelaufen dort. Ich habe noch nie so gute Marathonbedingungen gesehen. Und auch dieses Publikum, Wind, Wetter, Strecke, Rahmenbedingungen, die Veranstaltung einfach gigantisch. Und diese Dichte. Aber es ist schon sehr spät, oder? Also das im Dezember. Ja, also ist meistens erstes Dezemberwochenende. Ja. Eben das spült man dann fürs Studium wieder nicht ganz so rein. Würde ich aber auch gern. Also vielleicht ist das noch eine zweite Option, aber primär natürlich Berlin, weil es einfach vom Training her mit dem Studium sehr gut passen würde. Ja und Berlin ist ja. Ist schnell und hat natürlich einen riesen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Du hast kein Jetlag, keine Zeitverschiebung, keine lange Anreise.
Außer du fährst mit der Deutschen Bahn, aber das ist eine andere Geschichte. Da musst du einmal eine Woche vorher wegfahren, dass du vielleicht ankommst. Fliegen ist aber mittlerweile auch schon. Aber ja. Bahn ist ganz schlimm. Habe ich miterlebt, wie ich von Valencia heimgefahren bin. Ich habe noch nie so eine zache Rückreise erlebt. Also alle Flüge gestrichen worden, Kollaps in München und dann mit der Deutschen Bahn von Norddeutschland runter. Mm. Also sowas mache ich nicht mehr. Und das Witzigste waren die Durchsagen, der Zug hat Verspätung aufgrund vom zu spät kommenden Personal. Also sowas wie gehört auch noch nie. Zu spät kommenden Personal. Ja, weil die kommen auch mit der Bahn. Wahrscheinlich, gell. Ja, aber es freut mich sehr, nachdem bei dir jetzt in den letzten eineinhalb Jahre oder zwei Jahren ein bisschen der Wurm auch drinnen war, wie du gesagt hast, dass du jetzt da sagst, so quasi, ich habe mich selber wieder zusammengeglaubt, habe für mich selber eine Perspektive gefunden, dort wollte ich hin. Ja. Die Last von diesem Olympiadruck ist weg und jetzt mache ich, quasi, so deppert es klingt, aber jetzt mache ich das wieder für mich und jetzt da schauen wir, was geht. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Letztes Jahr, wie gesagt, wäre es mir am liebsten gewesen, es wäre einfach vorbei, als Laufen, also als Profilaufen. Jetzt, so wie ich mich jetzt wieder fühle, bin ich sogar, hey, wenn es so weitergeht und ich gesund bleibe, dann würde ich nächstes Jahr und bleiben wir mal beim nächsten Jahr auch noch gern laufen, also auf hohem Niveau. Warum nicht? Ja. Mhm. Naja, und gerade in der Langstrecken angefangen haben wir mit deinem Alter, dass wir gesagt haben, naja, du wirst das Jahr 37. Ja. Man ist ja mit 38, also man munkelt, es gibt da den einen oder anderen, der in dem Alter auch noch ganz flott unterwegs ist. Ja, gibt es mittlerweile viele gute Beispiele. Also, das war jetzt nicht gewesen und du hast die Knie mit 20 noch nicht zusammen gehabt beim Laufen, weil du bist spät eingestiegen. Also, ja, genau. Ja. Es ist ja quasi. Wenn es an Gurt geht, wenn man keine Schmerzen hat, dann ist das alles kein Thema. Aber so wie letztes Jahr war das einfach dann plötzlich nicht mehr möglich. Also es war einfach das Laufen, rausgehen zu laufen, war einfach mit Schmerzen begleitet. Das Aufwärmen war schmerzhaft. Dann kommst du ins Laufen und das nächste Mal ist wieder schmerzhaft. Und du weißt nicht, was kommt als nächstes. Wird es wieder eine richtige Verletzung oder nicht? Und du bist von der Muskulatur nicht mehr frei. Einfach, da war einfach keine Perspektive mehr da. Und extrem schwierig und immer noch Thema Olympische Spiele. Und das knockt brutal an der Psyche. Also da bin ich auch ein sehr sensibler Mensch da. Das macht was, auch wenn man es nach außen hin oft unterdrückt und sie positiv gibt, muss man ja in der Gesellschaft, weil sonst bist du ja negativ eingestellt. Aber wenn es dann auch echt einmal gut geht, dann was sollst du machen? Und also letztes Jahr war es echt so, wenn es vorbei gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, danke, ich habe eine geile Zeit gehabt, also was ich geleistet habe, wow, ich bin dankbar für alles, aber es geht nicht mehr. Jetzt gerade bin ich wieder geschmeidig und ich finde, glaube ich, echt gerade wieder richtig erfreut am Laufen. Das finde ich einfach sehr, sehr geil, weil, also gerade in meinen und wahrscheinlich auch bei unseren Zuhörern in allen Augen und Ohren, du hast es dir bewiesen, alle anderen bewiesen, da ist nichts mehr, was du sagen musst, das muss ich noch jemand beweisen. Nein, hast schon. Alles, was jetzt kommt, ist geil. Ja, genau, ja, eigentlich schon, ja. Und im Endeffekt mache ich es für den Spaß, für mich und wenn das dann wen gefällt auch noch, dann ist es noch lässiger. Ja, das ist genau das, glaube ich, worum es auch gehen sollte. Du, ich sage vielen, vielen Dank für jetzt 2 Stunden deiner Zeit. Bis deppert, aber ja. Schnelle 2 Stunden. Ja, es hat mich sehr gefreut. Wir sind wirklich, glaube ich, einmal so durch den läuferischen Gemüsegarten gepflügt. Ich drücke da schon mal ganz fest die Daumen jetzt da bei der Aufzeichnung für den Halberten in Berlin, alle anderen. Schaut euch die Resultlisten durch, wo er gelandet ist. Okay. Und schaut's Wien-Marathon. Er ist am Start. Und schauen wir mal, wo der Peter landen wird am Sonntag. Du, vielen, vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Und bis dann. Ich sag danke.
Ciao. Ciao. Servus.